Hallo zusammen, wir sind mal wieder im Studio und mal wieder nicht alleine. Kurz das Thema angerissen. Heute geht es um Mittelformat und zwar im besonderen Fujifilm-Mittelformat. Gucken wir uns mal so ein bisschen an. Wir haben ein bisschen Beispiel mitgebracht und mit wir meine ich Martin Krolopp und mich. Und am besten, wer ihn noch nicht kennt, guckt mal nach. Im Chat wird bestimmt einmal kurz gleich noch der Link gepostet zum YouTube-Kanal. Aber stell dich gerne einmal vor, wer bist du? Was machst du so im Groben und Ganzen und warum bist du heute hier? Ja, also ich bin eigentlich Fotograf und habe eine Medienproduktion und bin etwas gassüchtig. Also ich bin techniksüchtig und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich auch unter anderem hier bin, weil ich sehr viel mit der Fuji fotografiere. Subi, und du hast ja auch schon ein bisschen, du fotografierst jetzt auch nicht zum ersten Mal mit Mittelformat. Ich habe auch gehört, du hast schon ein bisschen mehr Erfahrung auch damit, ne? Vor allem wenn es halt so spaßiges Spielzeug ist, was du ja auf dem Tisch stehen hast, zum Beispiel, was du mitgebracht hast. Du hast ja auch gleich noch ein paar Sachen mitgebracht, ne? Von daher, ne, wie es auch in der Praxis funktioniert. Wir möchten so ein bisschen das grobe Thema halt durchkauen. Was ist Mittelformat? Was macht man grob damit? Wo ist der Vergleich? So, ich schätze, in die Richtung wird es gehen. Bisschen Praxisanwendungen. Von daher, wenn irgendwie Fragen sind für das Ganze, packt es in den Chat, auch in den Live-Sachen, wenn die Segmente von den Parts gespielt werden. Wir lesen den Chat und wenn da Fragen sind, beantworten wir sie natürlich, weil es nicht im Video selber beantwortet wird. Von daher auf jeden Fall fleißig in die Kommentare hauen, falls ihr Fragen zu Fuji allgemein habt oder anderen Sachen von mir aus auch. Aber soll natürlich hauptsächlich um Mittelformat gehen und da auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, haut's rein. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen was Immer, präsentieren. nur zu. Aber vielleicht noch mal kurzes Wort, weil, also ich finde, Spielzeug ist natürlich immer so liebevoll gesagt. Ich komme ja noch aus einer Zeit, deswegen die Erfahrung mit Mittelformat, wo man die für 500 bis 1000 Euro am Tag gemietet hat, also im Rent. So eine damals eine Mamiya Phase One lief, die wir für Produktionen geholt haben, wo ein eigener Rechnungsposten bei der Rechnung draufging auf den Kunden nur für Mittelformat-Fotografie. Dass man einfach die Kamera zusätzlich geholt hat. Also das ist ja das Erstaunliche, was jetzt Fuji eigentlich gemacht hat, wo auch jeder irgendwie so ein bisschen vor Jahren drüber gelächelt hat, inklusive mir, muss man sagen. Also Ja, ich kann es am Anfang auch verstehen. Ich meine, es gab ja auch schon digitale Mittelformat-Kameras in dem Segment, ne? Die waren aber doch immer noch sehr, sehr teuer, wenn man bei Phase One auch guckt mit den digitalen Rückteilen und sowas. Da war das dann schon ein ordentlicher Preisknaller, als das dann so losging. Absolut. Ich glaube, Pentax war ja die erste Kamera, die mit diesem fest verbauten, ohne Rückteilsystem aufkam, die 645Z oder nee, 645, wie war hieß sie? 645. 645 auf jeden Fall. 645 irgendwas, ne? Angelehnt an den Format Ja, halt. genau. Und da habe ich damals schon gedacht, geiles Teil, einfach schön so einen Sensor in der Kompaktheit zu haben, ohne dieses Wechseln. Ich meine, mit Mittelformat. Allein das Rückteil wechseln oder so, die Kamera aufbauen, das konnte man nicht mal on location machen. Man musste das irgendwie in so einem Art hermetisch abgeschotteten Raum machen. Die Sensoren waren viel zu vorsichtig damals zu bedienen und die Dinger wurden ja extra versichert. Ich weiß, wir haben damals mehr Versicherungen teilweise im Jahr gezahlt für die Wow. Mittelformatrückteile, als die Das sind eigentliche in Rent Nutzkosten. gekauft hat und sowas. Man war da so, das hat einfach nur gehindert. Also, und das ist ja auch der Punkt, der bei GFX so. Also Pentax hat es meiner Meinung nach angefangen, aber Fuji hat es so perfektioniert, so ein Mittelformat in eine Kleinbildkamera zu verwandeln, von der Art und Weise, wie sie fotografiert wird. Also das kann man sich heute nicht vorstellen, wie mühselig das damals war. Ja, also selbst wenn heutzutage Analogfotografie wird ja noch ein bisschen moderner aktuell, ne, Leute fangen wieder ein bisschen damit an. Man kann ja auch immer noch Mittelformate kaufen, die Rollfilme und sowas, ne, aber wieder zum Glück. Aber selbst da, wenn man immer noch guckt, Mamiya, das ist immer noch wirklich ein Brecher. Die Regie hat so eine zu Hause zum Beispiel und das schleppt man nicht mal eben so mit rum. Das macht nicht unbedingt so den Riesenspaß, aber hier haben wir wirklich dann ein kompaktes System mit den Wechselobjektiven, auch eine gute Auswahl mit dabei und für Ja, den perfekten Einsatzbereich. und natürlich auch so der Sensor selbst, der war ja damals, also ich weiß, dass ich viel mit Aptos fotografiert habe, Aptos 22. Das war so die 22 Megapixel großes Rückteil. Und da war so, keine Ahnung, Foto machen, 2 Sekunden warten, dann war es irgendwann abgespeichert und dann konnte man auch wirklich nicht so richtig, also so richtig fotografieren. Boah, das war schon,
war schon eine träge Sache. So, das hat schon alles gehindert und das ist halt alles nicht mehr der Fall. Trotzdem hat man halt weiterhin den Sensor. Ne? Ja, und man muss da auch sagen, so, als es anfing mit der GFX, die waren immer noch recht klobig groß, so vom Empfinden her. Ich glaube, eine S1H ist größer. Also ich würde es jetzt... Ja, also die ist größer. Man hat eine Kleinbild, die größer ist. Also. Ja, aber auch jetzt so von dem Gehäuse her, als ja die 50er rauskam, noch die alte, ne, jetzt haben wir halt mit der 100S kam ja erstmal dieses wirklich sehr kleine Gehäuse, was alles mit innen hatte, ohne jetzt irgendwie was zu fehlen. Und das haben wir jetzt zum Glück auch bei der 50er-Serie nachgerückt bekommen. Ja. Ne, deswegen, also... Wollte gerade sagen, eigentlich so ein bisschen in Fuji Mittelformat hatte ich mich verliebt vor vielen Jahren. Da habe ich sie bei einem Kollegen fotografiert und der hatte diesen Aufklappsucher, den man diesen Zusatzsucher, den man so wie so einen Schachtsucher hochklappen konnte. Und ich habe damit fotografiert und ich fand das einfach so schön und so ästhetisch, auch von der Bildhöhe und von der Kamerahöhe, dass ich damals schon kurz und drauf und dran war. Aber damals war das halt nochmal, die Objektivauswahl war beschränkter. Ja. Dann der Kamerabody war halt trotzdem noch weit über 10.000 Euro. Mhm. Und erst mit dem 50er, mit dem 100er, also erst mit dem GFX-S, ne, wurde es dann eigentlich leistbarer, muss man sagen. Das stimmt. Und je nachdem, ob man jetzt 100 braucht oder 50, ne, hat man da zwei Möglichkeiten aktuell mit der 50S2 oder dann mit der 100er. Also für den Einstieg, es sei denn, man hat sehr hohe Ziele schon direkt, ne? Kann man natürlich direkt in 100er gehen, aber ansonsten 50 Megapixel reichen eigentlich auch für fast alles, finde ich, aus. Das ist halt die Frage, also ja und nein. Also das ist ja meine Kamera und das ist die 100er. Mhm. Ich wollte dann schon 100 Megapixel. Ja, wenn es die schon gibt. Das ist dann auch manchmal potenziell so ein bisschen schön geredet, wobei man natürlich sagen muss, dass nur die pure Zahl, das ist so ein bisschen wie bei Autos, wenn man so PS-Zahlen hat, da steckt halt schon noch mit drin, nur weil ein Motor jetzt, der kann trotzdem noch schlecht oder gut gebaut sein, ein Motor mit 100 PS. Ja. Das heißt, was eigentlich erheblich ist, auch oftmals bei Sensoren, wie passiert denn überhaupt die Signalprozessverarbeitung? Wie ästhetisch werden die Farben gerendert? Mhm. Wie gut kommt er so Übergänge mit Dynamiken und Farben zurecht und welche, also es gibt viel mehr bei einem Sensor als nur die pure Auflösung und da hat man halt auch noch extreme Vorteile, wenn man so viel Platz hat als Konstrukteur, das kann man schon sagen. Ja, das stimmt auch. Was ich auch cool fand, das hatte mir auch damals echt gewundert, als dann auch bildstabilisiertes Mittelformat dann plötzlich auch ein Thema wurde, das fand ich dann richtig spannend, weil man einfach diese hohe Auflösung hat in dem Moment und man möchte halt vermeiden, dass Bewegungen sich ja aufwirken, weil hohe Megapixelzahlen. Ne? Und das war halt richtig cool, dass es dann auch in so einem kompakten Körper weiterhin ein Bildstabilisator drin war. Ich finde es auch, essentieller, als man es oftmals denkt, weil ich glaube, die erste Kamera, bei der ich das gemerkt habe, war die D810. Und ich habe die D810 von Nikon immer so eine kleine Diva genannt, weil diese alte Regel, Brennweite, Kehrwert, das funktioniert ja bei hohen Auflösungen gar nicht. Also man hat ja so Mikroverwackler drin, alleine schon vom Spiegelschlag und auch von dem Auslösen. Bei manchen Verschlusszeiten ist es einfach nicht mehr möglich, den vollen auflösenden Sensor auszunutzen. Ja. Und ich finde das eigentlich auch einen der Hauptmerkmale bei Bildstabilisatoren, das ist gar nicht so diese, auch jetzt kann ich 3 Sekunden lang aus der Hand fotografieren. Wer ist denn so blöde? Also sind wir ganz ehrlich, also, da muss ja eine Kamera nicht bedienen können, wenn der aus Versehen 3 Sekunden aus der Hand belichtet. Also da finde ich diese Marketing-Gags, die dann von den Herstellern kommen, irgendwie, keine Ahnung, von jedem Hersteller, jetzt 7 Sekunden aus der Hand gehalten und denke mir so, also, verkauf dem doch lieber ein Tutorial und sag, was ein Stativ ist. Aber Der muss man ehrlich sagen, das bringt doch gar nichts. Aber ich finde so diese Stabilisierung so in diesem Grenzbereich, wo man zum Beispiel geht die Sonne weg, Sonnenuntergang, man fotografiert und dann fotografiert man ein Porträt und man weiß eigentlich, boah, das ist jetzt so grenzwertig vom Licht her. Man will aber trotzdem noch 2, 3 Fotos machen und wie es der Fotogott halt immer will, so die letzten Fotos sind ja immer die besten sind, aber meistens die kritischsten, so gefühlt. Und dann kommt man in so Zeiten rein, wo man eigentlich sagt, oh, mit der Auflösung sollte man eigentlich nicht mehr aus der Hand fotografieren. Mhm. Und das ist so der Punkt, wo ich der Meinung bin, dass so ein Bildstabilisator bei der GFX halt unfassbar Sinn macht. Weil gerade diese hohen Megapixeln sonst eigentlich nur bei Idealbedingungen von Stativ mit, wie gesagt, ich habe auch viele Fotos gemacht im Sand. Also ich weiß, man stellt kein Stativ auf Sand. Ja. Aber wenn es keinen Stein gibt,
Wo will man? Luftstative gibt es auch noch nicht. Also das muss auch erstmal jemand erfinden. Und dann ist es halt so, dass man so ein Stativ in den Sand drückt und dann hofft man so auf Wellenzählen und sagt, okay, jetzt ist die erste große Welle weg, jetzt kann man die Belichtung machen, 5 Sekunden, probiert 100 Mal, 99 Mal wird es nichts und irgendwann wird es was. Und ich hatte auch schon viele Fotos, wo dann so das Stativ so ein bisschen sich mitgegangen ist. Oh. Und man denkt so, oh nein, ah, das war's. Und trotzdem ist nachher, also es ist eher so diese kleinen Grenzbereiche, wo dann der Bildschirmsensor wirklich rauskommt. Ja. Und ja, das ist besonders, dass man so einen Sensor überhaupt stabilisieren kann. Das darf man nicht vergessen. Das auf jeden Fall. Ich meine, was ansonsten natürlich auch geht bei so Grenzsituationen, ist ja auch immer den ISO-Wert noch hochsetzen. Ja. Und vor allem, wenn man jetzt, ne, man kennt es APS-C, Vollformat, wir sagen immer Vollformat besser, größere Fläche, besseres ISO-Verhalten. Wie sieht es da bei den Mittelformaten so von deinem Gefühl her und bei der Praxis her aus? Also, ich bin da sehr hemmungslos. Ich fotografiere mit bis zu 3200, 6400 ISO bei der locker. Und ich finde ehrlich gesagt, dass man oftmals vergisst, dass man die Auflösung ja auch für eine Art Rauschreduzierung nutzen kann. Mhm. Das bedeutet, wenn ich, für mich ist Auflösung, wie viele andere Dinge bei einer Kamera, sowas wie ein Kofferraum. Nur weil ich beim Kofferraum habe an meinem Auto, packe ich nicht die ganze Zeit Steine rein und fahre Steine umher. Sondern der Kofferraum ist dafür da, wenn der Großeinkauf gemacht werden muss oder wenn mal was von A nach B getragen wird. Mhm. Aber den kann man auch leer rumfahren. Also man muss ihn nicht immer voll machen. Ja. Und die Auflösung ist genauso was. Ich will ja nicht jedes Bild mit 100 Megapixel oder mit 50 Megapixel auch verwenden. Mhm. Sondern es gibt Fotos, die will ich machen, die sind mir so wichtig, dass mir die Auflösung wichtig ist. Und dann gibt es Fotos, die will ich machen, da ist die Auflösung irrelevant. Also eine Funktion zu haben, ist immer eine Option, sie auch zu nutzen, aber keine Pflicht. Stimmt. Und gerade bei der 100-Megapixel-Kamera, wenn man da zum Beispiel auf die 100% an sich geht, bei einem sehr hohen ISO-Wert, 6400 zum Beispiel, dann denkt man, oh Gott, das rauscht. Ja. Aber wenn man dann auf eine normale Ausgabegröße zurückgeht, also zum Beispiel jetzt nur 25% macht am Monitor, dann denkt man, hä, wo ist das Rauschen? Ja. Und das ist ja der Punkt, der oftmals vergessen wird, ist, dass die Bildbetrachtung oftmals bei 100% stattfindet, aber damit rausgenommen wird aus der Gleichung, dass man die ja gar nicht vielleicht möchte, braucht oder nutzt in der Stelle. Und man kann über Auflösungsreduzierung nochmal extrem viel rausholen von der sowieso schon guten Rauschwerten. Ja, ich meine, eine Sache ist natürlich auch immer dann später, sagen wir mal, es wird auch ein geprintetes Bild dann irgendwann, ne? Betrachtungsabstand spielt dann auch immer noch eine Rolle. Klar. Ne? Also das nie außer Acht lassen, was so an den Fassaden hängt, das ist nicht rattenscharf, wenn man dran geht, das sind dann solche Punkte. Das kommt immer darauf an, wie weit man dann da auch nochmal weg ist. Ich finde, GFX Fuji ist halt, ich finde, es ist eine Kamera für denkende Menschen. Okay, interessante Aussage. Weil man sich schon mit Fotografie beschäftigen muss. Mhm. Also man muss schon, das ist keine Point-and-Shoot-Vlogging-Kamera mit umklippbarem Display für Narzissten, um sich selber bei TikTok oder Instagram zu posten. Mhm. Also das ist nicht der Verwendungszweck dieser Kamera, sondern das ist eine Kamera, die auch so ein bisschen entschleunigt, absichtlich. Ja. Und ich habe darüber sehr viel nachgedacht. Das ist gar nicht so von der Kamera, sondern es ist einfach so, wie man sie handhabt. Ich weiß nicht, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Okay. Und was man auch machen muss, ist, man muss wirklich nachdenken, ob man in gewisser Weise dieses Mittelformat haben möchte. Denn die Sensorgröße ist, es geht ja nicht alles nur um Sensorgröße, sondern die Sensorgröße ist sozusagen eine Wahl, die man trifft, wo man auch in gewisser Weise Einschränkungen hat. Mhm. Nehmen wir mal eine andere Kameramarke. Vollformatkameras kämpfen im Videobereich nonstop mit Hitze. Ja. Es geht nur mit Hitze ab. Das ganze YouTube ist voll mit, nach wie vielen Minuten überhitzt eine Sony, überhitzt eine sonst was. Also immer ist es irgendwie überhitzen, überhitzen, überhitzen. Ich habe noch nie eine Diskussion bei einem MFT-Sensor wegen Überhitzen gehabt. Nein. Weil die MFT-Sensoren kleiner sind und halt die Hitze weniger produzieren und viel besser wegbekommen. Genau. Das heißt, jetzt sage ich nicht, Mittelformat hat ein Hitzeproblem, sondern Mittelformat hat andere Thematiken, wo dann wieder Objektive größer werden, wo dann überhaupt die Dateigrößen größer werden. Ja. Also wenn man diese Bilder, 500 Stück davon in Lightroom importiert, dann wartet man länger, bis das importiert ist, als bei jeder anderen Kamera, die ich habe. Und genau das ist der Punkt, wo man sich einfach wissentlich auch entscheiden muss, zu sagen, hey, ich will diesen etwas aufwendigeren Weg gehen. Ist ja auch kostentechnisch aufwendiger, klar. Das muss man auch sagen. Und ich bin dafür bereit, auch in gewisser Weise andere Dinge wegzunehmen. Das ist halt keine Kamera, wo man im Stadion irgendwie den Fußballspieler
Nee. Mit einem 500mm 2,8 Objektiv verfolgt. Also erstens gibt es das Objektiv nicht und B, wäre es blödsinnig, ja, weil es so wäre. Das war eine Riesentrümmer. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber für wo würdest du dich denn bewusst entscheiden, eher Mittelformat zu gehen, als jetzt zum Beispiel Vollformat, wenn du die Wahl hättest? Sagen wir wirklich, du könntest beides aussuchen. Wo würdest du, wenn du freie Wahl hättest, sagen, das mache ich eher mit einer Mittelformat als mit einer Vollformatkamera zum Beispiel? Das klingt jetzt saudumm und das ist auch nicht objektiv zu begründen, aber ein Grund sind immer noch Kunden. Das ist jetzt, okay, kein Witz. Also Mittelformat, das ist immer noch ein Begriff und selbst wenn es nur ein Begriff vom Opa, vom Vater, von sonst was, aber Mittelformat hat immer noch, und deswegen heißt es ja auch das Video hier so auch Mythos, da umgibt den Mittelformat, das umgibt einen Mythos. Und diesen Mythos, den kann man schon auch für sich einsetzen, jetzt in finanzieller Hinsicht. Mhm. Ich denke, wenn man ein schlechter Fotograf ist, bringt es nichts, wenn man eine Mittelformatkamera kauft, ja, man wird auch nicht mehr Fotojobs bekommen. Aber es ist schon so, dass wir anbieten zu sagen, hey, sollen wir es mit Kleinbild fotografieren oder wollt ihr Mittelformat? Das ist schon eine Wahl, die man dem Kunden lässt und viele sagen, hey, dann hätten sie gerne das Mittelformat. Okay. Und meistens sind es jetzt nicht zwangsweise die Leute, die viel Ahnung haben, die das sagen. Aber weil sie schon mal gehört haben. Weil sie es gehört haben und weil sie halt denken, es wären dann noch mal aufwendiger. Ich meine, jeder Kunde will ja ein bisschen mehr für sein Geld bekommen. Klar. Oder denken, er ist besonders. Ne? Das Fotografie hat ja auch gerade was mit, wenn man arbeitet als Fotograf, schon auch ein bisschen was mit Show zu tun, mit so einem Germany's Next Topmodel-Feeling. Also man baut da schon mal ein Licht mehr auf, als man vielleicht braucht. Wenn da jetzt ein Kollege nicht da ist, der sagt, nö, er baut immer nur das auf, was er braucht, das ist das Blöde. Also das macht man nicht. Man hat immer noch eine ganz große Softbox, die komischerweise nicht mitblitzt. Das ist normal. Jetzt von den objektiven Gründen ist es so, ich finde, die Bildqualität ist schon nochmal, wenn man die idealen Bedingungen hat, wenn man ein gutes zum Beispiel Blitzlicht hat, wenn man ein gute Langzeitbelichtung macht oder auch wenn man ein gutes generelles Licht hat und es wirklich ausnutzen kann, was die Kamera bringt, also nicht handgehalten bei einem 60stel, dann ist es schon nochmal so, dass man die Bilder anguckt und sagt, wow, das ist krass. Liegt aber an der Kombination auch aus Linsen und an Kamera. Und dann muss man auch einfach nur sagen, dass das Mittelformat natürlich auch in meiner Betrachtung schon nochmal so eine gewisse Ästhetik mitgibt, wo ich aber wieder denke, das liegt auch an Fuji. Also das könnte jetzt auch sein, dass die Fuji-Bildstile, die in der Kamera eingebaut sind, die Filmsimulationen, dass die auch diesen oder auch, es ist ja auch erheblich, ob eine Fuji mit Capture One oder mit Lightroom entwickelt. Ja, das stimmt. Das ist ja auch ein erheblicher Unterschied. Und trotzdem aber bleiben es Fuji-Mittelformatdaten. Und ich würde sogar behaupten, wenn man mir Bilder gibt, kann ich es vielleicht nicht anhand der Unschärfe rauslesen, aber auf jeden Fall anhand von so einem Gesamtbild. Ja. Also man merkt es meiner Meinung nach. Ja, kann ich bestätigen, ich selber fotografiere privat mit Fuji. Ich habe die X100V zum Beispiel. Mhm. Ne? Ich liebe halt auch die Bildstile von Fuji und das halt auch in dem größeren Segment, das auch zu haben, macht halt auch Spaß, weil man es dann auch so mit nutzen kann. Ja. Also ja. Das auf jeden Fall. Ich werfe mal die ersten ein, zwei Fragen aus dem Chat rein. Ne? Wenn ihr noch irgendwas habt, gerne auch weiter Fragen stellen. Wir möchten es natürlich auch beantworten. Vom Rainer, warum benötigt man im Studio beim Mittelformat mehr Wattsekunden am Blitz? Weil, also jetzt wird's sehr technisch, Streukreise, also Unschärfe, ist ein lineares System. Das ist wie eine Schere, die man aufmacht. Also man macht sozusagen an der Schere vorne die Blende auf und dann wird hinten der Streukreis größer. Und jetzt ist es so, je größer der Sensor ist, umso mehr muss ich die Blende schließen, um die gleiche Unschärfe zu bekommen. Das heißt, es ist jetzt umgedreht gesagt. Ne? Mhm. Also man müsste sozusagen eine Kleinbildkamera mehr öffnen, um die gleiche Unschärfe wie in einem Mittelformat zu bekommen. Ja. Wenn man es jetzt andersrum formuliert. Wenn man den Referenzpunkt hat. Also wenn man jetzt Äquivalente errechnet. Also die GFX hat ja einen 1,7-fach größeren Sensor, flächentechnisch. Der Cropfaktor ist aber 0,79 zum Kleinbild. Also der ist rückwärts. Also wenn ich jetzt dieses 63er habe, wird daraus ein 50mm Objektiv. Allerdings muss ich die Blende auch vom Look her genauso mit dem Cropfaktor rechnen. Das vergessen ja die meisten Leute. Ich wurde auch zum letzten Beispiel gefragt, wir sollten doch mal gucken, diese Sony ZV10 oder die 10er, diese Super-Zoom-Kamera, wie heißt sie? Hat Sony so eine 24 bis 600mm.
RX100er. RX10 ist es. RX10 Version 5 oder wo genau. Die aktuell sind. Die hat nämlich ein 24 bis 600 F4 Objektiv oder so. Aber der Punkt ist, da ist die Brennweite auf Kleinbild-äquivalent gerechnet. Mhm. Und das machen die Hersteller ganz gerne. Mhm. Die Brennweite rechnen sie, weil das ist sexy, um zu rechnen, aber die Blende rechnen sie nicht mit. Nee. Dass sie die nämlich auch eigentlich mal 2,5 machen müssen, weil der Sensor so klein ist. Mhm. Und dass dann eine Blende von 8 bis 16 rauskäme vom Look her, das wollen sie immer nicht so gerne wahrhaben. Nee. Und jetzt kommt es eben, ich brauche geschlossenere Blenden, um eine gewisse Tiefenschärfe zu bekommen. Und da das Blendensystem ein quadrierendes System ist, das heißt also, ich brauche für eine Blende mehr geschlossene Blende, doppelt so viel Licht, explodieren meine Wattzahlen im Studio. Das heißt also, was ich vielleicht bei dem einen mit 100 Wattsekunden machen könnte, würde ich bei dann die doppelte Leistung brauchen, 200. Jetzt muss man es aussehen, man kann es auch mit 0,7. Also es ist jetzt sehr... So über den Kopf geschlagen. Ja, aber also der Kopffaktor geht dann bei allem mit, sozusagen. Mhm. Supi. Dann, inwieweit unterscheiden sich eine GFX 50 S2 zu einer 1DX 2? Hast du da schon mal mit gearbeitet? 1DX Mark II, ja. Also X1 D2, also die von Hasselblad nehme ich jetzt mal an. Ach so, X1 D2, andersrum, also nicht 1DX. Okay, jetzt war ich auf dem Canon-Trip. Weil mit der habe ich noch keine Erfahrung gehabt, so vom Feeling her. Ich finde... Boah, ich hätte nicht gedacht, dass Fotokoch ist richtig zentral. Ne? Hier sind die Straßenmusiker in Düsseldorf. Ja, alles. Und heute ist Karneval Anfang. Also darf man. Das habe ich auch total vergessen, als wir das Datum gesetzt haben. So, nicht vergessen. Hier geht gerade die Post da draußen ab. Also generell ist so, dass ich Hasselblad immer noch mehr ins produzierende sozusagen Fotografengewerbe zählen würde. Mhm. Und die Fuji GFX, das ist viel mehr in einem künstlerischen Ansatz. Natürlich kann man damit auch wunderbar produzieren, aber das ist nicht so ausgerichtet. Also zum Beispiel eine Hasselblad wäre nicht ausgerichtet, auf einen Berg zu klettern und zwangsweise, das macht bestimmt auch jemand. Ja. Wie alles auf dieser Welt irgendjemand macht. Irgendwer macht das. Aber das ist nicht der Hauptziel, ist es dann irgendwelche Hiking-Trikes zu machen im Busch oder im Dschungel und irgendwie da komplettes Hasselblad mit sonst was System mitzunehmen. Das war vielleicht früher mal so, dass man die auf den Mond geschossen hat und wieder runtergebracht hat, aber das ist heute nicht mehr die Ausrichtung. Nee. Hingegen, ich glaube übrigens, dass Hasselblad am meisten Geld mit Drohnenkameras verdient, habe ich mal gelesen. Diese Google-Drohnen, die kriegen da 100 Stück davon. Mhm. Also die interessieren sich eigentlich gar nicht mehr so richtig für Fotografen, sondern die wollen nur noch Industrie machen. Und die GFX ist halt einfach... Da ist der Sensor groß, aber die Bedienung ist DSLR und das hat Hasselblad nie so auf dem Schirm gehabt. Also Hasselblad hat sich über so Praktikabilitätssachen weniger Gedanken gemacht. Da war es immer nur Sensor, nur Bildqualität, da waren viele Dinge, das war denen egal. Also man speist ja auch eigentlich ausschließlich über den USB. Also die haben sich ja nie Gedanken gemacht über den Stromverbrauch. Wenn man mit der GFX kann man halt auch mal einen Tag fotografieren und keinen zweiten Akku dabei haben. Also das funktioniert. Ja. Also das ist ein anderes System. Also definitiv. Gedenkensystem. Ja, es ist halt auch für den Normalmenschen, der halt auch einen hohen eigenen Anspruch hat. Damit kann ich auch einfach mal eine Reise, wenn ich einen Urlaub mache, auch eine kleine Fotoreise draus machen, in dem Moment, in dem ich einfach die Eindrücke habe und halt auch die einfache Bedienung in dem Sinne, ne, dass ich es halt wirklich kompakt da habe. Ich habe meinen elektronischen Sucher in dem Moment, ich habe meine guten Farbprofile, wenn ich zwischendurch mal ein Schwarz-Weiß ordentlich reinwerfen möchte oder ein paar andere Fotostile und Objektive. Es ist halt ein bisschen größer, das hat halt Sensor geschuldet in dem Moment, aber so von der Qualität her kann das jeder nutzen in dem Moment. Ja, als ich die 50 S2 getestet hatte, ich hatte die ja leider auch nur für einen Tag oder zwei gehabt, ich bin damit auch die Gegend gelaufen. War zwar meine kleine Fototasche, die ich immer dabei habe, meiner 100er, bisschen V, ein bisschen voll, aber ich habe damit einfach einen Tag rum begleitet und das hat auch Spaß gemacht. Ja, also das ist ja alleine schon hier irgendwie auch, wie das Display gebaut ist. Also es ist halt einfach... Das ist halt schon dafür gemacht, dass jemand irgendwie zum Beispiel viel Hochformat fotografiert. Fand ich ja eines der schönsten Elemente des Displays, einfach wirklich so ein bisschen Bauch gehalten, dazu mit fotografieren. Aber ich glaube, wir müssen mal Videos abspielen, ja, gerne. Oder? Oder gibt es noch Fragen? Warte, guck mal eben. Wir haben noch eins vom Jens.
wird in Zukunft damit zu rechnen sein, dass weitere Drittanbieter in den GFX-Objektivmarkt einsteigen, somit das Angebot vielfältiger wird? Klar. Ja, also auf also jeden Fall. Wir testen jetzt gerade für unser Blog, haben auch schon einiges mit fotografiert von Seven Artisan, das 90mm 1.25. Und das entspricht einem 0.7. Also Kleinbildäquivalent. Das kann man, also da muss man jetzt zweimal rechnen. Ich hoffe, ich rechne es gerade richtig. Ist im Kopf, ja. Ist im Kopf. Aber ein 90mm 1.25 müsste man jetzt beides mal 0,7 machen, die Brennweite als auch die Blende. Mhm. Dann würde man ungefähr bei Blende 1.0 und ich glaube 0,7, da würde man bei 80mm 0,7 oder sowas rauskommen. Und ein 80mm 1.0-Äquivalent würde man dann sozusagen auf die 50mm ja auch wieder runterrechnen können. Wie Speedbooster und genau. Also Speedbooster und Telekonverter machen ja nichts anderes. Die reduzieren Brennweite und damit gleichzeitig. Mhm. Und dann hätte man, glaube ich, ein 50mm 0,7 oder sowas, so ungefähr das, um den Dreh rum. Das klingt schon und sehr gut. Das ist so sexy. Und dann hat Seven Artisan hat ja nicht so die beste, also das hat nicht die Qualität, die Fuji-Linsen haben. Ja. Und das gibt ja genau diesen schwarz-weiß. Ja, okay. Ja. Also das Bokeh, das springt einen einfach förmlich an. Also obwohl es unscharf ist alles. Ja. Und also irgendwie haben die es geschafft und meistens fängt es ja so an. Das hat ja bei allen Herstellern so angefangen. Irgend kam einer mit einer manuellen Linse, das war dann ganz geil. Dann kam noch jemand und dann plötzlich im Autofokus und dann kommt irgendwie, also ich bin da sicher, dass es da was kommen wird. Auf jeden Fall. Laowa auch, ne? Da ist ja schon was unterwegs. Also das wird auf jeden Fall weiter ausgebaut. Je interessanter auch diese Mittelformatkameras werden, umso mehr Objektive kommen auch einfach auf den Markt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der GFX 50 II, das ist ja die Kamera, die eigentlich die niedrigste Einstiegshürde hat bei Fuji, jetzt in dem Bereich. Und das ist ja gar nicht so lange her, dass die veröffentlicht wurde. Mhm. Also es sind ja erst ein paar Monate, kurz vor Weihnachten, soweit ich weiß. Genau. Und das ist ja, das gibt ja einen richtigen Schub. Also ehrlich gesagt ist es so, dass man sich mit der 100er vielleicht sogar ein bisschen ärgert, dass die jetzt so günstig ist. Und also, aber so ist ja das Leben immer. Also ich kann mich immer ärgern, dass in einem Jahr eine Kamera kommt, die mehr kann und günstiger ist. Also, aber nichtsdestotrotz, die ist schon für den Preis, hat man vor einiger Zeit hat man mehr gelöhnt dafür. Ja. Und zwar auch bei Fuji noch. Deutlich. Ja, das stimmt. Also die setzt schon mal so auch in-house bei Fuji ganz neue Maßstäbe, was das betrifft. Das stimmt. Fragen haben wir aktuell keine mehr. Ja. Ich mache den Aufruf, Fragen stellen. Wir zeigen euch jetzt aber auch mal ein bisschen, wie es in der Praxis auch mal aussieht, wenn man mit solchen Kameras arbeitet. Was hast du als erstes mit dabei? Also wir haben vier Videos, die insgesamt, glaube ich, fast eine Stunde, fast eine 45 Minuten gehen. Und wir würden jetzt das erste erstmal abspielen, was ein Live-Fotoshooting ist, was wir gemacht haben, wo es auch ein bisschen darum geht, so ein bisschen ein Tutorial zu machen. Also wir lernen jetzt hoffentlich allesamt so ein bisschen. Dafür sind wir auch mit dabei. Also ist die Kombo, die Kamera, das Objektiv, genau diese. Also die war dabei, die wir eingesetzt haben in Spanien. Und da gibt es dann, glaube ich, zwei Auto- und zwei Studio-Shootings, die wir jetzt dann sehen können, wenn wir es soweit schaffen. Alles klar, klingt gut. Dann fangen wir mal mit dem ersten an. Moment, jetzt habe ich nicht den... Nicht nur Studiofotografie ist wichtig, sondern natürlich auch die Fotografie mit vorhandenem Licht. Und so. Ich bin ja so ein absolut verliebter Fotograf in das 80mm 1.7. Ich finde die Unschärfe, die dadurch entsteht, das Bokeh, die Freistellung und auch vor allem den Look zusammen mit der GFX ist wirklich bezaubernd. Und man muss einfach sagen, jetzt in dem Fall ist es die GFX 100S, diese 100-Megapixel-Porträts, die sind so bezaubernd, dass man eigentlich den Menschen da sprichwörtlich in die Augen, in den Kopf, in die Seele gucken kann. Also natürlich kann man es nicht, aber die Bilder haben einfach eine so außergewöhnliche Qualität, dass es faszinierend ist, schon alleine die Inhalte des Bildes anzugucken. Wir befinden uns hier jetzt gerade im Süden und das sieht man sicherlich. Hallöchen. Wir haben hier uns einen schönen Schattenbereich genommen. Eine Regel in der Fotografie ist ja immer, wenn man nicht gerade mit Licht spielen möchte, was wir auch gleich noch tun wollen, dann einfach in den Schatten gehen. Und wir haben hier so eine kanarische Wand. Das sind so das ist ein bisschen moderner Architekturstil geworden. Das ist Lavastein, was so zu Wänden gebaut wird. Und dieser Lavastein in dieser Wandform ist natürlich ein bezaubernder Hintergrund. Man braucht gar nicht für Porträtfotografie oftmals so krasse Hintergründe. Ja, Lavastein auf den Kanaren ist natürlich besonders, aber ein rostiges Tor, ein rostiges Holztor. Manchmal sehen alleine schon irgendwelche Wände, wo so ein bisschen die Backsteine rauskommen. Also ich mag keine kompletten Backsteinwände, aber wenn so ein bisschen aus der Putz abbröckelt und dann kommt hier mal ein Backstein raus und da mal ein Backstein. Man braucht eigentlich Hintergründe, die eine gewisse Intensität haben, die eine gewisse
Unruhe haben, aber trotzdem noch irgendwie in der Homogenität gesamt wieder relativ einheitlich wirken. Man will ja das Modell in den Vordergrund rücken und nicht den Hintergrund. Aber der Hintergrund muss so ein bisschen das Modell umrahmen. Und genau das ist die wichtige Aufgabe. So, ich würde sagen, wir fangen hier gleich mal an. Wie wird hier fotografiert? Wir haben hier so eine Art Lichteinfallstor. Und wenn wir jetzt mit dem Licht fotografieren, können wir unfassbar tolle Porträts machen. Eine Regel ist, und jetzt kommst du vielleicht auch mal kurz da bitte rum mit der Kamera, so ungefähr auf da, noch ein bisschen näher. Wenn man mit dem Licht fotografiert, dann hat man einfach diese Catchlights. Man sieht es sicherlich in meinen Augen jetzt, sieht man es? Ja, er nickt. Man sieht dieses Licht, wie so direkt auf das Gesicht knallt und es gibt unfassbar intensive Porträts. Wir müssen bloß noch das Modell holen, die Kamera einstellen und können man direkt losfotografieren. Nicht wundern, ich habe wieder die Funkübertragung, damit wir auch genau das sehen, was hier eben passiert. Also, holen wir uns die Monique hinzu. Komm bitte raus und stell dich hier im vorderen Bereich einfach an die Wand. Vorsicht, das ist schon sehr scharfkantig. Also anlehnen ist cool, aber sei damit sehr vorsichtig. Monique, unfassbar hübsche. Du hast grün-blaue Augen, ne? Oder eher grün? Grün eher. Aber unfassbar helle, hübsche Augen. Und dieses Licht sorgt dafür, dass das eben nochmal hervorragend herausgearbeitet wird. Also, was mache ich jetzt? Ich suche mir meine Wunschblende aus. Ich habe ein 1,7er Objektiv und ich mag eben auch diese 1,7er Unschärfe. Ich bleibe bei 1,7. Ich bin kein Fan von Abblenden. Früher hat man abgeblendet, damit die Objektive schärfer wurden. Heute macht man das eigentlich nicht mehr, sondern man nutzt die Blende, die man haben möchte, für den Look. Und auch wenn ich jetzt gleich ein Porträt bekommen werde, wo ihre Augen scharf sind und wahrscheinlich schon ihre Nasenspitze ist, so ein bisschen in der Unschärfe ist, hat man einfach den Effekt, dass das ganze Porträt sich auf die Augen und auf das Gesicht fokussiert und nicht eben auf die Haare und das Drumherum. Haare können ganz schön ablenken und gerade hier haben wir so ein bisschen Luft, eine zugige Luft und ab und zu fallen da so kleine Härchen, die einfach sich ausbrechen mit dem Wind und ein bisschen nach hinten fliegen. Und hätte ich nicht diese offene Blende, würden die natürlich auch scharf werden und das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Also, ich gehe mal ran und ich sage natürlich Monique direkt, was ich mache. Erstmal stelle ich die Helligkeit ein, komme noch mal ein bisschen nach vorne. Ich bleibe erstmal bei ISO 100 und gehe mal mit der Belichtungszeit länger. Und eine Sache, die ich ungern mache, ist, ich gehe ungern eigentlich über die, ja, ich würde sagen, ein Tausendstel, Fünfhundertstel ist eine relativ schöne Belichtungszeit. Da sind wir aber jetzt hier schon relativ hell. Und jetzt ist die Frage, wie checke ich überhaupt die Helligkeit meiner Belichtung? Ich gucke auf die Haut und ich verändere meine Belichtung und ich versuche, eine Haut zu bekommen, die nicht zum Beispiel zu hell ausbrennt. Das wäre jetzt viel zu hell, das wäre jetzt okay. Und ich tendenziell mag es einfach nochmal, wenn es ein bisschen dunkler wird. Monique hat gestern, ohne dass ich es wusste, übrigens einen Begriff definiert, den wir bei Krolopp und Gerst unendlich weiterführen werden. Und zwar das Ziel eines Fotografierens von Menschen ist es in unserem Falle oft, eine Haut zu bekommen, die wie aussieht? Weiches Karamell. Ich finde es immer noch eine super geniale Aussage von dir. Weiches Karamell. Also wir alle kennen karamellfarbig, aber weich gibt dem Ganzen eben nochmal so eine künstlerische Bedeutung, die, finde ich, sehr treffend ist. Und deswegen gucke ich einfach mal, dass ich hingehe und dass ich jetzt eben ins Menü gehe und dort einfach mal den Weißabgleich verändere. Ich bin in der Filmsimulation Standard, ich habe noch gar nichts drin, ich gehe in den Weißabgleich und jetzt kann ich in dieser Ansicht im Weißabgleich, kann ich jetzt das Ganze hier ein bisschen shiften und ich will so ein Karamell, das ist wahrscheinlich hier, jetzt wird es karamelliger, jetzt wird es ein bisschen zu gelblich. So, das finde ich jetzt einen sehr schönen Look. So, und das ist eigentlich ein wunderbares Porträt. Er geht sofort in die vorderen Augen. Und jetzt kann ich eigentlich schon das Bild machen. Guck mal hier an meiner Hand vorbei. Und das ist für mich zum Beispiel auch noch eine Sache, die sehr wichtig geworden ist. Ich muss eine Kamera einhändig halten können, weil ich oftmals dem Modell auch sage, was die Person tun soll mit meiner Hand. Vielleicht kann man es hier ganz gut erkennen. Zum Beispiel mag ich, wenn sie ein bisschen den Kopf schräg macht und jetzt in die Kamera gucken zu mir, Kinn ein bisschen auf die Brust, so ein bisschen, ja, cool. Und jetzt auf meine Finger gucken, sehr cool. Und in die Kamera, die hintere Schulter ein bisschen nach vorne bringen. Ja, ich gehe mal raus in, oh, jetzt knallt es hier. Das sieht so gut aus. Ich mache so ein bisschen einen asymmetrischen Schnitt. Ich gehe wieder in den Schatten rein, damit es ein bisschen sichtbarer ist. Es gibt eigentlich eine Regel in der Fotografie, in der Porträtfotografie, soll man nicht die, Moment, ich muss es kurz um, das stört mich schon relativ stark, man soll nicht die Person am Rand positionieren und aus
aus dem Bild gucken lassen. Das heißt, wenn ich ein Bild habe, wo sie mittig ist, kann sie eigentlich nach links und nach rechts gucken. Wenn ich jetzt aber das Bild zum Beispiel nach so positioniere, dass hier viel frei ist und hier relativ eng geschnitten ist, sollte sie nicht aus dem Bild an der Bildkante rausgucken, sondern ins Bild reingucken. Ich muss also meinen Schnitt entweder anpassen oder ihren Blick. So, ich gehe wieder raus. Nimm mal die Hände so ein bisschen nach vorne, so ein bisschen zarter. Ja, sehr cool. Dreh die Hände so ein bisschen ein zu mir. Andersrum. Andersrum weiter noch. Weiter. Geht das noch? Ja, das sieht jetzt ein bisschen pfotig aus. Dann nehmen sie wieder runter. Dann gehe ich wieder ein bisschen näher ran. Ich wollte sie reinbringen. Sehr cool. Kriegst du die Haare so ein bisschen nach hinten? Nur so ein ganz klein bisschen. Ja, cool. Guck in die Kamera. Sehr cool. Und Kopf nach da neigen so ein bisschen. Ja, mega gut. Komm noch mal ein bisschen nach vorne. Nur ein bisschen. Nur, stopp. Genau, perfekt. Und jetzt ist eine Sache, die ich immer noch gerne mache. Jetzt muss ich wieder so ein bisschen hier rüber gehen, weil sie da in die Richtung rausguckt. Jetzt wurde es auch ein bisschen heller. Ich gehe nochmal in Tausendstel runter. Sehr cool. Und das ist halt eben genau das, was ich so mag an der Kamera. Man kann fotografieren. Sie macht jetzt verschiedene Posings durch. Und ich kann mich eigentlich komplett darauf konzentrieren, das zu machen, was ich machen möchte, nämlich auf das Motiv achten. Sarah, kommst du mal bitte rüber? Ich will nämlich noch eine Sache verändern mit einem ganz einfachen Faltreflektor. Man sieht sicherlich in der Weitwinkelkamera, hier kommt ganz viel vom Boden zurück. Das sind so gräuliche Fliesen, aber die reflektieren das Licht zurück. Und jetzt nehmen wir ganz einfach einen Faltreflektor und halten den unter sie. Nicht das Model halten lassen. Das finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schade, weil wenn das Model den Reflektor hält, dann kann sie nicht richtig frei posen. Also viele sehe ich immer oft, dass man hier dann, halt mal kurz ran. Wenn du jetzt hier halten müsstest, dann könntest du eigentlich gar nicht mehr richtig posen, weil du ja immer halten müsstest. Das heißt, schon irgendwie gucken, ob jemand da ist zum Helfen oder vielleicht einen Reflektor mit Gestänge holen, den man mit einem Stativ festmachen kann. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt was gemacht. Ich nehme jetzt so ein bisschen das Licht von unten weg. Sie bekommt also auch direkt einen Kinnschatten. Ja, das Licht kommt nur noch von oben rein. Ich habe jetzt natürlich viel weniger Licht, ich muss heller belichten. Aber ich habe jetzt eine viel schönere Strukturierung und Konturierung, und gerade das Kinn ist auch noch ein bisschen betonter. So, ich muss aufpassen. Kannst du mal? Sehr cool. Guck mal, ob dein Kopf mehr zur Wand geht. Ja, genau, das ist cool. Und jetzt eher zu mir hergucken. Mega cool. Sarah, ein ganz klein bisschen runter hier. Ja, sehr cool. Nimm die Hände nochmal runter. Achtung, Dekolleté ein bisschen schließen auf der linken Seite, genau. Ja, ja, perfekt. Sehr cool. Guck zu mir in die Kamera. Nimm die Haare, die hier runterhängen, nochmal so ein bisschen nach hinten. Sehr cool. Sehr cool. Okay, das ist grandios geworden. Ich würde sagen, danke dir. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Outfitwechsel auf Schwarz-Weiß und auf Jeans, weil das waren zwar jetzt sehr edel. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen kerniger und nehmen dafür einen Jeans-Top. Und dann machen wir gleich weiter. Und ich würde sagen, ich zaubere mir sozusagen dann in der Zukunft das Modell einfach her. Zauberei. Wie geht das? Okay, komm nochmal nach vorne. Wir machen jetzt das Ganze in Schwarz-Weiß. Ich gehe wieder also erstmal ins Menü rein. Und jetzt gehe ich in die Filmsimulation. Und die Filmsimulation ändere ich in meinen geliebten Akros mit Grünfilter. Also hier Standard, Grün, Rot und Gelb. Und ich finde, der Grün macht halt einfach die düsterste Haut. Und das akzeptiere ich so. Körnung, wunderschön. Auch hier wieder eine leichte, schwache Körnung. Und dann gehen wir in die Tonkurve und machen hier die Highlights hoch und die Schattierung runter und machen so einen richtig schönen, so einen Silver-Look, den wir allerdings nochmal verstärken können über den Chrome-Effekt, und den mache ich auch nochmal in stark hinzu. So, jetzt können wir loslegen. Mach nochmal die eine Strähne, die hier runter geht, so ein bisschen nach hinten, ja. Und hol dir die Haare vielleicht nochmal kurz vorher nach vorne auf beiden Seiten, weil ich finde, die Haare sind so schön, dann sollten wir sie auch im Bild drin haben. Okay, cool. Sehr cool. Und in die Kamera gucken. Du kannst dich ruhig nochmal im Rücken mehr anlehnen, so ein bisschen. Ja, sehr cool. Und jetzt hier auf mich. Total toll, das ist grandios. Und jetzt in die Kamera.
Und nochmal herdrehen. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter weg. Das ist super cool. Mach ein bisschen dunkler. Aber jetzt merke ich, ich brauche wieder Sarah. Weil unten ist es jetzt deutlich heller, dadurch, dass das Licht von unten kommt, als oben. Und Sarah, du müsstest mal wieder schwarz reinhalten. Ich ziehe mal auf sie drauf, damit man den Unterschied sieht. Sozusagen, du musst so ein bisschen das Leuchten am Boden wegnehmen. Ich habe aber fast ihre Hände, ihre Arme drauf. Ja, genau. Mega gut. Sozusagen, ja, so musst du. Ja, halt mal nochmal, so wie du jetzt bist, mal weg und nochmal hin. Merk mal, wie es jetzt unten leuchtet. Und jetzt wieder hinhalten. Jetzt wird es unten dunkel. Perfekt. Sehr cool. Nochmal die Haare in der Mitte nach hinten nehmen. Ja, sehr cool. Oh ja, jetzt hat gerade die Haare perfekt. Sehr cool. Sehr cool. Ich verändere währenddessen immer so ein bisschen die Helligkeit. Das mache ich ganz, ganz, ganz beim Fotografieren. Richtig cool, richtig cool, richtig cool, richtig cool. Dekolleté ein bisschen schließen, zieh es ein bisschen runter, ja. Perfekt. Okay. Ich wechsle mal im Hochformat. Guck her zu mir, perfekt. Ich bin ein bisschen heller jetzt wieder. Sehr cool. Und guck in die Kamera. Kopf zu mir drehen, ja. Nimm mal die Haare, krieg mal sie nochmal komplett zu mir drehen. Haare auf beiden Seiten vorne und einmal in der Mitte nach hinten. Oh ja, oh ja. Guck her zu mir. Sehr cool. Mund leicht durch den Mund atmen, ja. Sehr cool. Kinn ein bisschen höher. Guck über mich drüber. Und in die Kamera. Oh ja, mega, wirklich hübsch. Kopf ein bisschen schräg neigen, so ein bisschen, ja. Oh ja, das ist, oh ja, oh ja, das letzte war's. Das letzte war's. Danke dir, Sarah. Das hat richtig Spaß gemacht. Man merkt, so Kleinigkeiten, die man verändert, führen zum ganz, ganz, ganz großen Unterschied. Und was ich jetzt hier immer mache, ist, ich justiere so im Feinbereich dazu. Und der Vorteil, den ich hier sehe, ist einfach, dass diese Leichtigkeit, auch gerade wenn so eine Windböe kommt, man einfach draufdrücken kann und weiter geht's und fertig ist es. Und die Qualität habe ich in der RAW-Datei voll unangetastet gespeichert, aber ich speichere mir immer JPEGs mit dazu. Das bedeutet, ich habe immer, wie man hier sieht, RAW plus JPEG an. Hier, da sieht man es immer. Wahrscheinlich sieht man es im Menü besser. Ich mache mir immer so ein normales JPEG plus nochmal die RAW-Datei. Das normale JPEG, das ist meistens schon so gut, dass ich umfalle. Und wenn ich da mal wirklich ein bisschen Probleme habe oder irgendwie die Sonne hat sich geändert, es hat irgendwas gemacht, dann nehme ich mir die RAW-Datei. So, wir haben noch eine andere Idee. Draußen im Licht. Jetzt wird es ein bisschen heißer für uns beide. Ich habe schon Angst davor, aber du, glaube ich, freust dich auf die Sonne. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Sehr schön. So, wo wir das erste Studium mit uns haben, wir haben auch eine Frage, die werfe ich direkt mal am Anfang auch mit rein, damit du da wach wirst. Oh, ich habe das auch angeguckt. Ja. Ich sehe sowas ja selber auch von mir nicht häufig. Also, ja, das stimmt, das stimmt. Aber es geht hier um die Fokussierungsgeschwindigkeit. Ja. Wie würdest du die Fokussierungsgeschwindigkeit im Vergleich zu Vollformatkameras bewerten? Der Motor hat ja weniger Größe auch mehr zu tun als bei dem kleinen Objektiv. Ja. Also, ich finde ja, die Geschwindigkeit ist nicht zwangsweise so erheblich wie die Zuverlässigkeit. Mhm. Also, es wird, das ist generell eine Sache, ich habe das jetzt bei dem GH6-Video von uns auf dem Blog, da fand ich, das ist ja auch so eine Kamera, der so ein schlechter Autofokus unterstellt wird. Ja. Aber worüber man denken muss, ist die Tatsache, ich finde gerade bei so Tests, auch gerade bei YouTube, ist es immer so, dass man so eine Kamera gerne ans Limit bringt und dann über das Versagen spricht. Ja. Das wäre ungefähr so, wenn ich dir, keine Ahnung, 5 Tassen auf den Kopf stellen würde und 6 und 7 und 8 und dann ab der 9. fallen sie um und dann sage ich, ja siehste, 9 hast du nur geschafft. Ja. Aber dass du überhaupt 8 davor geschafft hast, zu balancieren auf dem Kopf, darüber redet keiner. Mhm. Und ich finde diese Betrachtung oftmals sehr, sehr, sehr negativ. Das heißt, es wird eigentlich nur versucht, die Kamera versagen zu lassen, um dann darüber zu sprechen, dass sie versagt. Mhm. Aber es wird oftmals nie darüber gesprochen, ob der Fokus treffsicher ist. Und jetzt muss man überlegen, wenn ich jetzt hier das Objektiv, die Combo habe, das ist ein 80mm 1.7, was so äquivalent dem entspricht, was 50mm 1.2 ja. Würde. Wenn ich jetzt an der Nikon, an der Canon, an der Sony in 50mm 1.2 nehmen würde, mhm.
dann muss ich gucken, in dem Nahbereich mit einem Schärfebereich von, keine Ahnung, ein paar Millimeter, wo kommen denn mehr oder weniger treffsichere Bilder raus? Und das ist eine ganz andere Fragestellung, als jetzt zum Beispiel jetzt gerade gestellt wird. So, die Geschwindigkeit vom Autofokus. Geht es mir nur darum, dass ich irgendwie defokussieren möchte und dann gucken möchte, wie schnell es hinfährt? Mhm. Weil das wird ja oftmals in Tests irgendwie so gemacht. Genau. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn ich bei einem Fotoshooting bin und ich mache hier 20 Aufnahmen, dann ist das Modell meistens in der gleichen Distanz. Das heißt, der Fokus sitzt schon irgendwo in der richtigen Distanz. Er muss es eigentlich nur noch schaffen, diese kleinen Spielereien auszugleichen von dem, wo ich mich bewege oder das Modell sich bewegt. Und das ist ja eine ganz andere Herausforderung, als irgendwie das Objektiv in den vordersten Punkt, in den Nahbereich zu drehen und dann zu gucken, ach guck mal, der ist aber langsamer und der ist schneller. Was ja vielleicht in der Vogelfotografie der Fall ist, dass der Vogel plötzlich da hinten rauskommt und ich bin noch hier beim Eichhörnchen, was da vor mir humpelt und jetzt möchte ich das fotografieren, ziehe rüber und dann muss das Ganze schnell laufen, was aber für mich nie eine Frage war. Das heißt, ehrlich gesagt, kann ich die Frage nicht wirklich gut beantworten. Deswegen fasel ich auch so ein bisschen gerade drumherum. Ja. Aber das Rumfaseln hat den Grund, dass es mir nie wirklich nachteilig aufgefallen ist. Und was ich immer ja mache, das ist ja der Vorteil, den ich Gott sei Dank habe, da ich so viele andere Kameras fotografiere. Ich gucke mir die Sachen hinterher ja an. Oder auch zum Beispiel Sarah, meine Bildbearbeiterin, die Bilder aussortiert. Und die sagt oftmals, holla die Waldfeder, ist aber viel Ausschuss dabei. Oder die sagt, gar nichts, weil sie einfach gar nichts wahrnimmt. Und mit der Fuji nimmt sie bloß wahr, dass sie sagt, oh, hast wieder Fuji fotografiert. Ich gehe mir mal 5 Kaffee holen, bis das drin ist. Das ist das Einzige, was sie wahrnimmt. Sie nimmt aber nicht mehr wahr, dass da irgendwie anders unscharfe Bilder drin sind. Und das ist ja eigentlich, worauf es uns Fotografen und Fotografen ankommen sollte, ob da ein höherer Ausschuss dabei ist, ob da jetzt... Also, was ich finde... Fuji hat so eine kleine Eigenheit, das hat aber auch die 100er, das hat auch die X-T4. Manchmal verschlucken die sich so gefühlt. Ja. Kennst du das? Ich weiß, was du meinst. Das ist so eine Sache, die hat die Kamera auch, die hat irgendwie jede. Es ist so, man hat so das Gefühl, die Kamera denkt irgendwo, sie wäre da hinten scharf und will auch gar nicht mehr irgendwie, also da weg so. Die macht da lustig weiter und denkt, ja, ist doch scharf, ist doch scharf. Und denkst, nein. Also bis zu dem Punkt, dass du echt mal so die Kamera irgendwie einmal den, ich denke, das ist softwareseitig oder irgendwie firmwareseitig, ich weiß es nicht. Das passiert alle paar Jahre jetzt. Das ist so eine Fuji-Sache, die ich kenne. Aber ich könnte jetzt nicht bei der Fuji GFX in dieser Kombo sagen, und ich fotografiere, hat man gerade gesehen, 1,7er Blende, absoluter Nahbereich, ich lasse nicht viel ran zum Kroppen, also ich bin wirklich im Extremsten, was man der Kamera antun kann. Und das funktioniert blendend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, again, mal warten, bis sie scharf. Also das in keinster Weise. Wie arbeitest du dabei jetzt auch bei solchen Situationen? AFS, AFC? Ich meine, Gesichtsautofokus, ne, für Auge und sowas haben wir auch noch als Unterstützung. Wie machst du es da bei dir? Also generell war ich früher AFS. Heutzutage bin ich AFC, einfach weil die Kameras immer besser geworden sind und die Nachführautomatik einfach immer besser klappt. Und das gab so einen Punkt, ich schätze, das war so vor 1,5, 2 Jahren, da war vorher noch AFS verlässlicher, also anfokussieren, halten und recompose oder überhaupt anfokussieren, der Kamera Zeit lassen das dann und fotografieren. Und irgendwo hat es so einen Knack gemacht mit allen Kameras eigentlich per se, dass AFC wirklich verlässlich wurde. Mhm. Und also das musst du mich jetzt korrigieren, aber soweit ich weiß, hat die einen Phasenautofokus, hat kontrastunterstützte Bilderkennung. Das ist ja State of the Art, was man technisch machen kann. Und Fuji beweist ja auch mit X-T4, dass sie auch wirklich auf Schnelligkeit getrimmte Kameras bauen können, was Fokus betrifft. Also von daher ist es so, dass ich AFC sage und sage, der Kamera, mach was draus. AFS ist so bei mir so ein Landschaftsmodus geworden. Okay, ja. Warum nicht? Passt ja eigentlich, da brauchst du ja nicht. Okay, dann haben wir als nächstes. Gibt es den Mittelformat-Look wirklich? Nein. Also, der Mittelformat-Look, den gibt es nicht. Jetzt muss man vielleicht nochmal kurz sagen. Der Mittelformat-Look, den gibt es schon, weil größere Sensoren, also größere Halbleiter, werden anders gebaut und produzieren andere Ergebnisse. Die Signalverarbeitung ist anders. Das ist so im Endeffekt, wie man sagen würde, ich mache wieder so einen blöden Autovergleich. Ja. Klingt ein 8-Zylinder anders wie ein 6-Zylinder? Natürlich. Ist das Auto deswegen schneller? Nicht zwangsweise. Kann auch ein Traktor sein mit 8-Zylinder. Ja.
Was oftmals mit Mittelformat-Look aber verstanden wird, ist ja eine Unschärfe. Und was ich oft höre und lese, ist da völliger Schwachsinn. Zum Beispiel lese ich oft, dass der Übergang von Schärfe zu Unschärfe irgendwie anders wäre. Mhm. Und das ist alles völliger Blödsinn. Weil Lichtstrahlen, das sind Strahlen, die sind gerade. Also das ist alles, das ist nicht, das sind keine Kurven. Also Licht ist nicht besoffen. Ja. Es ist einfach alles linear, dieses System. Das heißt also, ich muss nur Äquivalente errechnen und dann kann ich zum Beispiel, also ich glaube, die größte Unschärfe, die man erreichen kann, war mit diesem Stanley Kubrick 07 Objektiv, die man überhaupt erreichen kann. Ja. Das war dieses 50 mm, was er für diesen einen Film da, der bei Kerzenlicht da gespielt hat, genau, gemacht hat. Genau. Und diese Unschärfe erreicht keine Mittelformatkamera auf diesem Planeten, weil eben die entsprechende Brennweite-Blendenkombination nicht verfügbar ist. Also die reine Unschärfe, was Streukreisberechnung betrifft, ist es ein mathematisches Prinzip. Man könnte mit Speedboostern auch auf einem MFT-Sensor einen extrem großen Streukreis erzeugen. Das würde rechnerisch funktionieren, wäre halt nicht sinnvoll. Wo dieser Mittelformat-Look anfängt, ist allerdings, und das sind so Kleinigkeiten, mit dieser Kamera fotografiere ich häufiger in einer Bauchhöhe. Und ich weiß nicht zum Beispiel, ob das so, das ist mir vor vielen Jahren aufgefallen, dass ich Bilder gefunden habe von meinem Opa. Und mein Opa hat auch noch Mittelformat fotografiert. Und ich habe Bilder gesehen, die sahen anders aus. Und dann habe ich Bilder von meinem Papa angeguckt. Der hat in dieser Zeit, ich war ja 83er Baujahr, ich bin groß geworden mit so den Kompaktknipsen, so im 90er Jahre, so Casio Exilim. Und das war dann so eine kleine Kamera, die mein Vater so im Stehen, ohne was zu sehen, irgendwie so von oben herab fotografiert hat. Mhm. Und alleine schon die andere Position, dass zum Beispiel mein Opa noch hier oben sich, also einen Lichtschachtsucher hatte und so irgendwie die Kamera immer so auf dem Bauchhöhe gehalten hat, um auch möglichst ruhig zu halten. Und mein Vater eher so fotografiert hat, hat schon einen ganz anderen Bildlook gemacht. Stimmt. Und ich finde, dieser Mittelformat-Look, der ist zusammengebaut aus ganz vielen Dingen. Früher war es ja so, dass zum Beispiel der Film nicht unendlich vergrößert werden konnte und so ein Kleinbildfilm war irgendwann Schluss. Selbst bei ISO und ASA 100, Film war irgendwann Schluss mit Vergrößerung. Deswegen muss man einfach größere Filme haben, um dann besser vergrößern zu können. Ja. Und dann hat man natürlich auch höhere Qualitäten gehabt und zwar extrem. Da besteht sehr, sehr, sehr viel Unweisheiten und Halbwissen und so gare optisches Wissen unter Fotografen und Fotografinnen. Die kommt mir manchmal, wenn ich es lese, so ein bisschen der Internet-Troll potenziell hoch und dann verkneife ich es mir zu schreiben. Aber es gibt diesen Mittelformat-Look, aber es gibt ihn nicht so, wie er oftmals verkauft wird. Mhm. Also es gibt ihn. Ich würde auch zum Beispiel sagen, ich erkenne die Bilder, die mit der Mittelformatkamera mit der Fuji jetzt GFX gemacht werden, raus. Ob das jetzt die Unschärfe ist, ob das die Kombination aus Objektiv und Sensor ist, ob das die Fuji Filmsimulationen sind, das ehrlich gesagt, das ist so eine Kombination aus allem. Oder vielleicht auch wirklich, wie man sie fotografiert. Also, ich hatte ja auch gesagt, dass ich mache mir so Gedanken immer, wenn ich mit der Z9. Ja. Ich kam nach Hause, Fotoshootings, viele gemacht, sagt Sarah zu mir, Alter, nimm nie wieder die Z9 mit. Und ich denke, hä? Zu viele Bilder? Warum? Hey, du hast doppelt so viele Fotos gemacht. Also sie weiß ja ungefähr, was rauskommt, wenn ich 5 Minuten fotografiere. Mhm. Und ich habe einfach doppelt so viele Fotos gemacht wie normal. Ja. Ich habe es aber gar nicht wahrgenommen. Jetzt ist die Sache, ist es gut oder ist es schlecht? Wenn man jetzt wahrscheinlich ein Reportagefotograf ist, der gerade vielleicht irgendwo in einer schlimmen Situation ist und da einmal einen Schuss hat für 2 Sekunden und dann, klar, für den ist natürlich gut. Aber sind wir ehrlich, werde ich dadurch ein besserer Fotograf, indem ich mehr Bilder mache? Wahrscheinlich sogar umgedreht. Ja. Wahrscheinlich habe ich sogar schlampiger fotografiert, weil ich gar nicht mehr darauf geachtet habe, was ich fotografiert habe. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht schönreden, dass eine Kamera, die weniger kann, irgendwie besser ist. Aber ich finde, man sollte wenigstens den Aspekt dessen, dass eine Kamera zu irgendwie, ich finde auch allein schon das Geräusch, ich weiß ja nicht, dass, ich vielleicht muss ich mich outen, aber ich finde, man kann sich in Kameras auch verlieben. Ja, definitiv. Also und so eine Ästhetik zu haben und so ein Geräusch wahrzunehmen und den Spiegelschlag, also Spiegel gibt es ja nicht mehr, aber den Verschluss, das klingt alles anders bei dir. Es fühlt sich anders an, die Objektive,
Also so eine Haptik. Und das ist ja auch wieder eine Sache, die zu irgendwas führt. Also die vielleicht zu mehr Ästhetik führt. Das ist jetzt alles sehr, sehr softskillig und sehr, also ich habe keine... Ich habe keine Steinchen hier am ja. Ich glaube nicht an den Topaz, der mir irgendwie, keine Ahnung, was Energie gibt. Aber es gibt schon so eine Aura, die in Kameras steckt. Ja. Und ich finde, das kann man manchmal nicht begründen, aber es passiert. Ja, manchmal macht es einfach Spaß, wenn ich die Dinger in der Hand nehme und dann nehme ich es auch öfters wieder mit in der Hand und habe sie mehr mit dabei. Das ist einfach auch so ein Ding. Mit der X100V, die habe ich nicht nur gekauft, weil die klein war in dem Sinne und einen tollen Sensor hatte. Für mich war es so ein, es macht Spaß, die anzufassen. Mhm. Ich habe halt diesen Hybrid-Sucher, das hat auch mal geckig gewesen. Ich habe mich auch in die verliebt. Ich liebe diese Kamera und ich werde es auch weiter nutzen. Aber ich kenne es deswegen, ne, das ist halt da auch das Gelbe in dem Moment. Es macht einfach Spaß anzufassen und zu benutzen. Ich finde, Fuji verdient ja den Award für so richtig blöde Ästheten-Verliebt-Kameras. Ja, irgendwie schon. Ich habe mir eine X-Pro3 gekauft oder eine X-Pro2. X-Pro2, X-Pro3. Und ich jedes Mal, wenn ich mit einem Kollegen spreche, der mit Fuji fotografiert, sagt, bist du dumm, aber du hast noch die X-T4 oder so. Nee, wie, du hast nur eine X-Pro3? Ich sage, ja. Und er meinte, warum? Und jedes Mal, wenn ich sie fotografiere, ärgere ich mich, dass ich das Display immer nach unten klappen kann und nicht... Und denke mir, Moment, ich kann dich jetzt gerade so nicht fotografieren, das Display geht nicht rum. Ja. Oder alleine schon, wenn du so, ich meine, man kann das alles verstellen. Ich hatte dann Diskussion bei uns im Blog von wegen, ja, du kannst auch eine X-T4 verstellen, aber die wird ja nicht so gebaut. Die ist ja so gebaut, dass man das hochzieht, das Rädchen, und dann dreht und dann wieder fallen lässt. Genau. Also dann startet wieder zurück. Und diese X-Pro3 ist einfach so hinderlich. Ja. Aber das ist ja genau der Reiz dieser Kamera. Das ist ja, warum man so sagt, so, ich meine, man fährt ja, es gibt ja Leute, die fahren Fahrrad und die fahren ja auch auf den Berg hoch. Da kann man sich auch fragen, warum fährst du nicht einen Berg runter? Mhm. Das ist einfacher. Aber es geht ja auch manchmal um die Reise. Um den Weg dorthin. Das ist, man kann sich das auch schön reden, ich weiß. Ja, aber ich finde schon, ich verstehe das. Also, ich verstehe das schon. Die X-Pro3, ja, ich muss gerade mal lachen. Die X-Pro3 ist meine Hassliebe. Ich kenne auch keinen bei uns im Team, der sagt, sag mal, was hat dich geritten, Martin, nicht ein X-T4 zu kaufen, sondern X-Pro3? Und dann sage ich, Ästhetik. Ja. Ja, das ist einfach eine da muss man schon leichter Masochist sein. Also jetzt übertrieben gesagt. Aber das passt schon ganz gut eigentlich bei der Kamera. Aber geil, ist einfach, wenn ich manchmal stehe ich vor Kameras, ich habe ja sehr viele Kameras, und dann stehe ich da und denke mir so, heute ist X-Pro3. Und dann denk mal so richtig challenging und das macht richtig Spaß. Also, aber jetzt kommen wir wieder zurück zur GFX. Bei der ist es einfach so, man merkt eigentlich nicht, dass man diesen Mittelformat fotografiert. Und ich finde schon gerade bei Fuji merkt man von der Bildqualität und von der Ästhetik zur XT oder zur X Pro, also das sind Welten. Das sind Welten. Wenn man jetzt irgendwie hingeht und sagt, gibt's andere Marken, die auch große Auflösungen und große Sensoren haben, ja, von mir, kann man ja auch eine Hasselblatt als Vergleich nehmen. Aber jetzt mal so, das ist halt, was Fuji kann in der perfektesten Variante. Also, ich habe X100V. Ja. Oder 5. Geile Kamera, macht richtig Spaß. Und man macht da auch richtig tolle Fotos. Wenn ich jetzt Street fotografieren würde, würde ich sowas holen, weil es einfach richtig Spaß macht. Ja. Aber wenn ich jetzt mit der zum Beispiel fotografiere und ich mache da eine Aufnahme, die mir so richtig wichtig ist, irgendwie ein Porträt, irgendwas, klar. Und dann guckt man sich nachher die Bilder und denkt einfach, wäre mehr drin gewesen. Wäre mehr. Also, aber man will halt das Meer nicht immer mit sich rumschleppen oder so. Weil das ist alles wieder halt so eine... Es ist anwendungsspezifisch halt in dem Moment. Absolut, ne? Absolut. Aber wenn man halt da ist, wie es halt bei den Porträtschulen gerade gesehen, da habe ich halt natürlich auch ich habe die Auflösung dahinter, ich habe den Look durch die offene Blende. Ja. Ne, das macht halt einfach auch Spaß, nebenbei zu benutzen. Nebenbei noch eine kurze Frage. Was war das für ein Aufsatz auf deiner GFX? Wir haben das Video gedreht und haben die ganze Zeit das Display mitgefilmt. Mhm. Und das war eine Hollyland-Funkstrecke. Also es war eine Funkstrecke, die das HDMI-Signal abgreift und dann in einen kleinen Rekorder bringt. Ja. So, also die Fuji und die GFX, wir hätten auch einen Atomos draufpacken können, aber irgendwann wird die Kombination so groß und so hart. Wir wollten irgendwas Kleineres nehmen. Und das ist die kleinste Kombo, um das HDMI-Signal wegzubekommen. Ja.
war nur eine Frage im Chat, deswegen, ich wollte es mal reinwerfen, deswegen. Man kann es auch theoretisch mit Kabel machen, aber wäre halt sehr eingeschränkt gewesen und auch dann nur über 10 Meter und sowas, dann muss man ja mal gucken. Ja. Funkstrecke macht das schon Spaß, haben wir teilweise auch hier im Laden, deswegen auf jeden Fall lohnenswert. Auch sehr verlässlich, ne? Also erstaunlich. Hätte ich am Anfang nicht gedacht und ich hatte immer Angst, wenn es darum ging, machen wir was mit Funk. Wir wollten einmal, haben wir bei einem Fototagen ein Live-Shooting vor der Tür gehabt. Und da haben wir gesagt, okay, wäre doch ganz cool, wenn wir von oben anfangen und dann kurz hier mit der Kamera quasi auf den Balkon gehen und dann runter gucken. Wäre ein cooler Übergang. Ja, okay, wir gehen nur mit Funkstrecke hier durch zwei Wände durch. Und dann so, geht das, ja. Geht das. Es gab einen ganz kurzen Aussetzer, weil halt mehrere Wände dazwischen waren, aber danach hat es sich direkt wieder gefangen. Also das ist gut. Mit Holiday genauso wie mit Fuji irgendwie. Ne? So, früher war Teradek. Teradek haben wir, hat ein Gerät 4.000, 5.000 Euro gekostet. Ja. So ein Empfänger, ein Sender, 10.000 Euro weg. Ja. Also es ging, war unsagbar teuer. Dann kam Holy Land und hat einfach mal das Gleiche, in Anführungsstrichen, gemacht für einen Bruchteil des Preises. Also eigentlich genau, was Fuji mit Mittelformat gemacht hat, haben die mit Funk übertragen gemacht. Ja. Also richtig krass. Definitiv. Hast du noch einen Punkt, den du sonst so direkt ansprechen möchtest oder wollen wir ins nächste reinspringen? Wir haben ja noch viel vor uns. Genau, ne? Also da können wir das uns verquasseln. Nochmal ein Autoshooting geht genau 9 Minuten, glaube ich. Und ist, glaube ich, eine andere Situation, die viel, viel, viel schwieriger ist. Okay. Also das ist so in der prallen Sonne fotografiert mit Hut und Haaren und Wind und viel mehr kann man so einen Autofokus nicht strapazieren. Ja. Also das ist schon hart. Wenn das jetzt hier kein ekeliges Licht ist, dann weiß ich auch nicht. Ich stehe in der prallen Sonne und ich möchte mit fotografieren. Und ich kann kaum meine Augen aufmachen, um hier in die Videokamera zu gucken. Aber ich muss ja bloß hier reingucken und dann passt alles. Ich liebe es, mit direktem, hartem Sonnenlicht zu arbeiten unter zwei Bedingungen. Nummer eins, die Sonne kommt nicht von zu weit oben, sondern wie jetzt hier so 45 Grad. Und Nummer zwei, ich habe ein Motiv, was ich genau mit der Sonne fotografieren kann. Da kann man immer so ein bisschen auf den Boden gucken. Und wenn man mit dem Schatten fotografiert, also mit dem eigenen Schatten fotografiert, gibt es da etwas, was einen interessiert und was da das Bild dann toll aussehen macht. Und hier in dem Falle gibt es eine wunderschöne weiße Wand, die ich nutzen kann, um da zu fotografieren. Und das werde ich jetzt gleich tun. Wir werden ein sommerliches Sonnenbild machen mit der Monique. Die hat sich ein bisschen umgezogen. Wir haben so einen Strohhut gefunden und damit kann man richtig toll fotografieren. Mein Ziel ist natürlich auch wieder, möglichst mit Unschärfe zu arbeiten. Ist nicht ganz klar, ob man das erreicht bei so viel Licht, weil es ist wirklich brutal hell. Und man kann natürlich auch immer überlegen, ob man noch einen Diffusor dazu nimmt, weil ein Diffusor das Licht einfach noch ein bisschen schöner werden lässt, nämlich weicher werden lässt. Aber das ist ja erstmal genau das Gegenteil, was wir am Anfang haben wollen. Am Anfang geht es ja darum, richtig harte Kontraste und Schatten zu bekommen. Monique, komm du kurz rangeraufen in deinem wunderhübschen Sommerkleidchen. Und jetzt stell dich sozusagen genau auf meinen Kopf. Also am Schatten natürlich. Ne? So, da darf das Model auch gerne mal einem auf den Kopf rumtanzen. Sagt man das so? Sagt man das so? Darf man auch tun. So, ich gehe auf 4000stel, ISO 100, Blende 1,7 und ich merke, das funktioniert nicht. Das ist immer noch zu hell. Und jetzt blende ich langsam ab, bis ich so einen Punkt erreiche, wo ich sozusagen das Weiße nicht überbelichtet habe. Ich bin jetzt bei 3,2 und gleichzeitig aber noch in den Schatten hineingucke. Und den Trick, den ich jetzt gerade schon vorab gemacht habe, ist folgender. Kurz entspannen, Monique. Ich habe hier in der Tonkurve die Spitzlichter hochgemacht, aber ich habe die Schatten sozusagen reduziert. Das heißt, ich habe die Schatten heller gemacht, indem ich den Wert runtergestellt habe. Und es gibt dann so einen gräulichen Wert, wo ich dann einfach noch in den Schatten reingucken kann. Nimm noch mal den Hut zusammen und versuch so ein bisschen den Hut genau vors Gesicht zu machen. Ich will wirklich, er kennt noch deine Augen, krass. Nimm noch mal die Haare auf beiden Seiten nach vorne. Das ist eine Strähne, die ist zu viel, also zu einzeln. Jetzt ist perfekt. Gehen höher ein bisschen, Mund leicht auf, genau. Nimm die Hand auch ein bisschen höher, ja, cool. Und das ist so richtig, richtig schön. Man kann auch mal gerne ein bisschen näher reingehen. Oh ja, perfekt. Und da ruhig mal gerne ein paar mehr Bilder machen, weil das sind so Aufnahmen, die einfach höchst gefährlich sind. Kinn runter. Guck mal direkt in meine Kamera. Ja. Da hat er wieder das Gesicht. Krass. Oh ja, schön. Wenn das perfekt. Weniger, kinn runter ein bisschen. Sehr cool. Sehr cool. Spannend.
Das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, wie spritzig diese Mittelformatkamera ist, weil es einfach gar kein Problem ist, auch mal 2, 3 Bilder mehr zu machen. Man ist jetzt nicht, ich kann noch schneller fotografieren, irgendwann bringt es aber nichts mehr. Aber hier ist es ja wirklich, der Wind, zufallsgeneriert, weht da irgendwas rein. Das sind alles Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, die ich nicht bestimmen kann. Und deswegen muss man einfach 1, 2 Bilder mehr machen. Ich würde sagen, wir ändern jetzt 1, 2 Sachen ab. Ich tue mal die Kamera kurz auf den Boden stellen und hole was, weil Nummer 1, Tücher sind immer eine schöne Sache, um, Monique, geh mal kurz weg, um so ein Bild ganz, ganz, ganz extrem zu verändern. Das ist jetzt einfach so ein 70er-Jahre-Batik-Tuch. Ich würde sagen, hässlich wie die Nacht, aber als Hintergrund richtig schön geeignet. Den werfen wir einfach hier so ein bisschen drüber. So, am besten ist natürlich, Monique, wenn du dich, glaube ich, da gleich draufstellst, damit da nichts wegfliegt. So, ich habe jetzt mal die helle Seite genommen. So, wir holen vielleicht auch gleich Sarah mal rein, damit die so ein bisschen hält. Und dann hole ich nochmal dazu einen Diffusor. Der Helm, der Hut flieht weg. So, der Diffusor, das ist ein durchlichtiger, gespannter Stoff, der so semi-transparent ist. Den gibt es in verschiedenen Stärken. Das hier ist schon eher so. Sarah, ich glaube, du musst kommen. Danke, die Monique. Der ist schon so ein bisschen stärker. Der ist von Lastulite in dem Falle. Und da machen wir uns jetzt Schatten. Aber nicht einfach irgendeinen Schatten, sondern wir machen so einen semi-transparenten Schatten. So. So. Puh. Okay. Gut. Sarah, du musst das halten. Ich spanne den hoch. Du musst auch das andere halten. Moment. Ja, so. 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 Das sollte alles eigentlich passen, ne? Dieser Diffusor macht jetzt einen Schatten. Komm ein bisschen nach vorne. Jetzt haben wir ihn halt genau so hingesetzt, dass er die Kamera verdeckt. Wir machen es so ein bisschen höher. Möglichst auch relativ weit runterfahren. Und jetzt so ein bisschen den Hintergrund auspaldovern. Ah, ich mache es noch so ein bisschen näher rein. Kannst du es so immer noch halten? Ja, ne? So, nicht so. So. Gut, setz mal den Hut auf. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder in der Blende nach oben gehen. So, jetzt gehe ich auf Blende 1,7. Und jetzt habe ich hier halt ein wunderschönes Motiv. Das ist immer noch zu dunkel, ich gehe noch ein bisschen heller. Oh ja, ich gehe mal ins Hochformat. Wir müssen den ein bisschen höher fahren, Sarah. Ja, alles gut. So, ein bisschen tiefer wieder. So, okay. Guck erstmal nahe zu mir, näher zu mir. Geh einen Schritt zurück, ein bisschen an den Hintern. Ja. Sehr cool, guck her zu mir. Und jetzt ist natürlich der Kontrast genau das Falsche. Jetzt brauche ich wieder Kontrast, weil ich habe mir den ja gerade reingenommen. Jetzt müssen die Kontraste sozusagen reingefahren werden. Das heißt, anstatt das so unkontrastreich zu lassen, gehe ich jetzt wieder in der Kontrastversion hoch, vielleicht nur auf plus 1. Die eine Strähne, die ist so ein bisschen zu getrennt. Genau. Sehr cool. Schulter ein bisschen zurück. Mit dem Objektiv kommt man auch sehr nah ran. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Geh ein Stückchen nach da. Nur ein Stückchen. Komm ein bisschen auf mich zu. Nur ein bisschen. Nach da wieder. Ja, genau. Oh ja, schön. Sehr cool. Guck her zu mir nochmal. Frontal. Frontal, komplett frontal. Ja, sehr cool. Kinn höher ein bisschen. Sehr cool. Sehr cool. Okay, Hammer, durch. Lass uns abbauen. Ich mach das hier weg. Du kannst den Hintergrund runterziehen. Ich ziehe das hier runter und dann räumen wir das kurz hier an die Wand, damit es nicht verweht. Ach, was?
So. Ich danke dir, Monique. Waren super tolle Bilder. Und ja, wir gehen mal hier zurück ins Studio. Man hat, glaube ich, gesehen, wie leicht es ist, mit dieser Kamera zu fotografieren. Trotz dieses enorm großen Sensors, trotz dieser enorm großen Auflösung und trotz, beziehungsweise gerade deswegen, weil die Kamera einfach so ein unfassbar tolles Bild liefert. Tschüss. So, da sind wir wieder. Nächstes Shooting ist durch. Und es kam gerade auch noch eine Anmerkung vom Hans-Jürgen noch einmal. Für mich sehe ich keinen Sinn im Mittelformat. Okay, wäre nice to have, aber zu groß für Street-Reise, finde ich. Und genau da ist es halt auch, wo wir drauf gehen müssen. Wo sollte man eigentlich Mittelformat wirklich anwenden? Vor allem das GFX-System jetzt in dem Moment. Es ist zwar schon kleiner als andere Mittelformatigen, aber es ist halt eigentlich keine Kombi für halt Street zum Beispiel, sondern halt mehr Porträts, wie man hier gesehen hat, oder Landschaft und Architektur. Also, das ist ja das Schöne an so einem Laden wie Foto Koch. Da gibt es ja ganz viele Vitrinen. Ja. Und die gibt es ja nicht ohne Grund. Mhm. Und ich finde es immer so ein bisschen, also jetzt Hans-Jürgen, nicht persönlich nehmen, sondern die Aussage ist richtig. Also die Aussage ist absolut richtig. Ja. Man muss für sich auch selber sagen, das ist nichts für mich. Wenn das alle Leute so klar definieren könnten, dann wäre ihr wahrscheinlich einfacher dran da unten im Laden. Ja. Und es würde auch mehr glückliche Leute geben, die mit ihren Kameras das genau machen, was sie wollten. Man darf halt nicht den Fehler machen, dass man immer denkt, jede Kamera sei für alles. Das ist so ein bisschen, was ich den Herstellern auch teilweise vorwerfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man in jede Kamera versucht, irgendwie alles reinzuquetschen und dann auch noch irgendwie probiert, jedem zu erzählen, das sei für ihn perfekt. Natürlich verstehe ich schon, dass Fuji auch Geld verdienen möchte mit Kameras, genauso wie Foto Koch Kameras verkaufen möchte und ich irgendwie gebucht werden möchte als Fotograf, um irgendwie noch Brötchen morgen zu kaufen. Ja. Natürlich ist das Sinn, dass das Ding auch weggeht und dass man gefragt ist. Aber, sind wir ganz ehrlich, das Falsche zu verkaufen, ist das Tödlichste, was man, glaube ich, machen kann als Verkäufer, gerade im Fotobereich. Und genauso möchte ich gar nicht sagen, dass diese Fuji GFX für jeden ist. Ich würde sogar behaupten, die ist für die wenigsten was. Ja, würde ich auch so sagen. Aber wenn man so ein bisschen diese Kamera mag, wenn man das Ganze auch so ausnutzt, was die Kamera bietet, dann gibt es wenige Kameras, die mehr performen und mehr Spaß gleichzeitig bringen. Und das ist ja der Punkt. Also ich glaube, Fuji war schon klar, dass sie da das ist so wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, oh, der Ferrari, der ist nichts für mich, da kann ich ja gar nicht auf Jobs fahren mit so. Dafür wurde er wahrscheinlich nicht gebaut, um dann den Kofferraum voll mit Fotoausrüstung zu packen, sondern für was anderes. Also ja, ich glaube, die Auflösung ist es auch nicht nur. Nein. Es ist die Qualität der Objektive, weil die Mittelformatobjektive natürlich, man hat andere Fähigkeiten, andere Möglichkeiten mit Mittelformatstreukreis, also mit dem Bildformat vom Mittelformatsensor. Dann ist es so, dass Fuji ja einen sehr cleanen Start hatte mit der Fotografie. Das heißt also, diese ganzen Altlasten, die Canon und auch Sony, aber vor allem auch Nikon, also Canon, Nikon und auch Minolta, Sony mitgenommen haben, die hatten ja im generellen Fuji und zum Beispiel Lumix auch nicht so. Deswegen konnten die ja teilweise ganz anders konstruieren. Also die ersten spiegellosen Systemkameras von Canon und von Nikon, die waren immer noch auf die alten Linsen so ein bisschen ausgerichtet, weil man wusste, es sind so viele Fotografen da draußen, die meine DX-Weiß oder 1D oder 5D Mark II oder sonst was verwenden. Ich muss die Objektive noch irgendwie kompatibel bekommen. Fuji hat ja so, die haben ja gestartet mit so einem komplett freien Tisch. Mhm. Die konnten ja hingehen und sagen, okay, keine Altlasten, was ist die Roadmap, wo wollen wir in 5 Jahren, in 10 Jahren sein und was sind die Objektive, die wir machen können. Und das merkt man schon am Fuji-System. Ich finde es teilweise überschärft. Also ich bin zum Beispiel auch bei der Kamera so, dass ich immer Schärfe tendenziell runternehme. Ich würde ich fotografiere fast immer -1 Schärfe und ich nehme auch in Lightroom oder in Photoshop oder in Capture One immer die Schärfe raus und immer die Klarheit raus, weil ich finde, dass Fuji tendiert so zu 100%iger Schärfe. So, das ist bei denen halt einfach einen ganz großen Stellenwert, was mir in der Portrait-People-Fotografie, sind wir ganz ehrlich, wenn mir jemand mit 100 Megapixel ins Gesicht gucken würde,
ich weiß nicht, wer mehr Probleme hätte, ich selber oder die Person. Also das will man manchmal nicht wissen. Aber das ist so eine Sache, da hat Fuji einen richtig krassen Start gehabt. Also das merkt man. Ja, es ist auch gut, weil sie sich auch wirklich nur auf zwei Sachen auch so konzentrieren. Sobald APS-C-Bereich für den normalen, also ich nenne es mal normalen, der jetzt auch tagtäglich eine Kamera dabei haben möchte zum Beispiel. Und dann wirklich dann direkt auf Mittelformat gegangen, vollformatig, Kleinbild jetzt ausgeschlossen direkt. Und gesagt, wir gehen jetzt direkt da und optimieren es auch genau auf diesen Weg. Ich würde ja gerne mal wissen, das werde ich nie erfahren, aber ich würde gerne mal wissen, das haben die doch gewusst von Anfang an. Die haben doch gewusst, ich weiß noch, dass es damals Diskussionen gab, ist, ah, APS-C, warum kein Vollformat, ah, die machen kein Vollformat, das wird eh nichts. Also weiß ich, bei der ersten Fuji spiegellosen Systemkamera, da war riesen Aufschrei, dass sie kein Mittelformat. Wahrscheinlich saßen die Japaner da und haben sich totgelacht und haben gesagt, warte mal ab, 3 Jahre noch. Ja. Also das ist schon geil geplant, ne? So, ja, das auf jeden Fall. Ich finde ehrlich gesagt, wenn man so drüber nachdenkt, so APS-C, so Vollformat, also Alpha 6600 gegen Alpha 7.3 oder 7.4. Ja. Harte Entscheidung, muss man sagen. Ja. Das ist geht sehr nah ran. Boah, da ist schon... Teufel liegt im Detail, sagen wir es mal so. Ja. Also da kannst du schon echt lange Zeit mit verbringen zu entscheiden. Mhm. Aber XT4, GFX, da guckst du einmal aufs Konto und weißt du Bescheid. Ja? Da ist die Antwort sehr viel schneller da. Das stimmt. Also deswegen, also alles richtiger Bereich, richtig gemacht, finde ich. Absolut keine Bedenken. Ja, absolut. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ich nicht kurz oder durch. Blöde beantworten darf? Nee, ab jetzt sonst gerade nicht. Nur so ein bisschen, ne, so ein... Ich sehe GFX als Allzweckwaffe vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sehe ich auch so. Also... Mittelformat zu dem Preis, also geht's auch nicht. Ich würde bei der GFX einfach verschiedene Sachen ausschließen. Das ist, vielleicht sollte man eher so ans Ziel rangehen. Also Sport, Wildlife mit Tele, also es gibt so Dinge, die sollte man gar nicht dem System irgendwie so, also natürlich wird es auch irgendwo einen GFX-Bären fotografiert, aber ob er noch lebt, aber das würde ich jetzt nicht so machen. Und alle anderen Sachen, das ist einfach auch eine Frage von so einem persönlichen Anspruch. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja GFX einen Kollegen, der damit sehr früh fotografiert hat. Und der hatte auch für sich einfach so einen Anspruch, Mittelformat zu fotografieren. Punkt. Und ich fand das auch, der hat von vornherein gesagt, ich mag Mittelformat. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie ich mag Schnitzel. Ja. Da kann man wenig drüber diskutieren. Mhm. So, das klar. War klar von Anfang an. Ja, für jeden das Richtige, ne? Was ich sagen muss, also ich finde, man muss aber auch irgendwie sich auf Fuji einlassen bei der GFX. Ich habe das, hab das auch wieder mit einem Kollegen, der sich auch eine Fuji gekauft hat und der dann zu mir kam und mit mir abends ein bisschen Kölsch, alt, sorry, wir sind in Düsseldorf. Ja, richtig. Der hat alt getrunken. Ja, vor allem heute, Karneval, ne? Musst du ganz vorsichtig sein. Und da haben wir darüber gesprochen und ich habe halt gemerkt, dass der halt so eine GFX wie so eine klassische Mittelformatkamera fotografiert. Also der hat nicht diese Vorzüge ausgenutzt. Also wenn man jetzt das Fotoshooting gerade gesehen hat und dieser Hut und die Haare und das Gesicht weggedreht und dann die Lichtkante komplett durchs Gesicht gehend, sowas hätte der A nicht versucht und B auch nicht der Kamera zugetraut. Und genauso hat er auch nicht diese Filmsimulationen wirklich genutzt. Ich meine, die Filmsimulationen bei Fuji sind ja so eine Sache, wo viele Leute wahrscheinlich sich trefflich drüber streiten können. Ich genauso. Ich sehe das halt immer so als Option. Ich stelle das ein. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich das JPEG immer löschen. Ja. Aber es gibt sehr viele Situationen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gegenüber Sarah, die Bildbearbeiterin, die vor uns sitzt, aber wenn ich ihr sage, mach das Bild nochmal so, dann sagt die, nee, das geht nicht. Dann nehme ich die Fuji-Software und mach's nochmal oder pack sogar die Speicherkarte in die Kamera und lass mir nochmal exportieren. Es ist schwer hinzubekommen, diese Filmsimulation. Vor allem, weil man denkt ja manchmal so landläufig, lese ich auch immer wieder, dass es so ein bisschen Kontrast, ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Tiefen, ein bisschen Lichter und dann hat man schon irgendwie mit so ein bisschen... Und das stimmt ja gar nicht. Das ist ja Farbrendering. Ja. Also was Fuji mit den Filmsimulationen gemacht hat, ist sie, dass sie ja nicht nur Farbwerte einzeln verschieben in Luminanzen, in Sättigung und in Farbwert. Also
sozusagen einzelne Farben werden allesamt unterschiedlich verschoben. Und jetzt kommt es, das Ganze findet ja auf Sensorebene statt. Das ist ja das, was oftmals vergessen wird. Also das heißt, es ist nicht so, dass man einfach den Sensor nimmt und dann speichert er ein RAW und dann packt die Fuji-Kamera nochmal ein Bildstil drüber. Mhm. Die Fuji macht das ja anders. Die nimmt ja die wirklichen Rohdaten und daraus sozusagen, da kommt dann die Filmsimulation drüber. Und das ist so schwierig bis unmöglich, ohne das nachzubekommen, was man da hat, dass es, also man ärgert sich manchmal, wenn man das nicht gespeichert hat, aber es trotzdem irgendwie möchte oder wenn es irgendwie ein bisschen falsch ging und man muss dann irgendwas wieder beim RAW anfangen. Das ist wie du hast schon gewonnen und dann geht's über los und also 4.000 Euro Gefängnis und so. Das ist auf jeden Fall, ja. Nee, aber guter Vergleich. Also ich vergesse das meistens. Ich bin so ein Typ, ich fotografiere mittlerweile fast nicht mehr so wirklich in RAW, wenn ich unterwegs bin, sondern einfach nur noch JPEG einfach von der X100V raus, direkt mit einem Bildstil, der mir gefällt, den ich immer ein bisschen korrigiert habe oder sowas. Ja. Macht mir am meisten Spaß, ist zum schnellsten Arbeiten und ich weiß in der Nachbearbeitung, wenn ich den Stil wieder haben wollen würde, müsste ich so viel Zeit drauf verschwenden, dass es gar nicht wert ist. Ne? Ja. Aber ich kann da auch nur empfehlen, da sehr exzessiv mit zu spielen. Also da wirklich spielen. Ja. Ich finde, also es gibt ja Bildstile, die sind in manchen Kameras bei Fuji drin, der Eterna Bleach, keine Ahnung, wie sie Namen heißen. Aber also mir hat es halt der Akros mit Grünfilter, das ist mein Akros Grünfilter, leichtes Rauschen noch drüber, eine Körnung. Also und dann noch ein bisschen Silberzeug spielen. Und also ist schwer bis unmöglich, das mit Lightroom nachzumachen. Ja. Also man kriegt es irgendwie so hin, aber man hat sehr viel Zeit vergeudet. Ja, das hätte man sich sparen können. Und das hat man sich, das kann man sich oft sparen. Und das ist, hat sich halt auch in den letzten Jahren so radikal verändert. Und das in so einer Kamera drin zu haben, ist halt auch nochmal anders. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch eine Frage. Ja. Welches natives Seitenverhältnis hat die Kamera? 3:4 oder? 4:5. 4:5. Ja. Das ist ja bei Mittelformat auch immer so eine Sache. Ne? Da gab es ja oft analogen ein paar Möglichkeiten immer. Ne, deswegen, da sind wir jetzt bei 4:5 gelandet. Ja, also es ist ja auch gar kein Mittelformat. Also es liest man auch super häufig. Ich habe keine Ahnung, wollen die jetzt noch mit Platten fotografieren? Also wenn du 6x6 oder sowas sagen. Naja, offiziell halt, gibt es halt Kleinbild, das ist 36-24 und danach kommt halt Mittelformat. Alles, was drüber ist. Und dann gibt es nächsten Sprung, das ist Großformat. Und das dazwischen kann vielleicht, keine Ahnung, kann vielleicht ein kleines und mittleres und großes Mittelformat sein, aber es ist de facto Mittelformat. Ja. Da gab es alles Mögliche, auch im analogen Bereich, alles noch mit Masken oder sowas, was man dann anders haben konnte, alles und dabei. Man muss auch sagen, viele Menschen sind ja keine Mathematiker und verstehen Flächenberechnung nicht. Ja, okay, stimmt. Und ein Kropffaktor von 0,79 ist schon immer eine Hausnummer. Hört sich aber erstmal sehr komisch an, sehr unfassbar, wenn man aber sagt, die Fläche ist 1,7-fach, also die wirkliche Fläche. Und wir können das ja einfach mal so auf Baupreise, jeder, der jetzt hier mal einen Garten renoviert oder ein Häuschen renoviert, der weiß, was Holz kostet, einfach mal ein Dach 1,7-Faktor größer machen und das renovieren. Also das ist dieser Waiver, also diese Chipgröße und das ist echt eine solide Fläche. Also das ist viel Mikro Halbleiter. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, aktuell Fragen ein bisschen leer. Ne, schon mal Aufruf fürs nächste Filmchen. Ja, ich habe Fragen notieren, ne, damit man auch mal ein bisschen was hat, wo wir noch reden können. Ich meine, wir werden wahrscheinlich irgendwie mit Technik alles irgendwie füllen können, was das Ganze betrifft. Ja, jetzt kommen nochmal 12 Minuten Technik. Studio. Stimmt, jetzt geht es in Studiotechnik. Wer da auch ein bisschen Fragen hat, mit GFX zusammen auf jeden Fall viel Spaß reinpacken. Und Doppelklick. Mit diesem Fotoshooting möchte ich ein bisschen mehr auf die Qualität das GFX-System eingehen. Ich habe so ein bisschen was umgebaut. Man sieht hier Blitze und Softboxen. Ich habe auch hier das 100-200 mm Objektiv, ne? 100-200 mm mit Durchgängerblende von 5-6 rangeschraubt. Wunderschön finde ich diese Arbeit im Porträtbereich mit dem Objektiv, weil man durch die Stativschelle die Kamera ins Hochformat drehen kann und aber trotzdem noch perfekt über dem Stativ arbeiten kann. Kommen wir nochmal vielleicht kurz vorweg zum Thema Blitzlicht. Wie man im letzten Fotoshooting gemerkt hat, an dem Fenster, was kein Fenster war, ist es wunderschön, mit kontrastreichem Licht zu arbeiten. Ich persönlich mag Kontrast, ich mag hell-dunkel, ich mag Licht und Schatten, aber ich mag eben auch das, was gewollt ist. Und mit diesem Setup hier möchte ich A, Qualität, und Blitzlicht gibt immer eine bessere Qualität als so ein schäbiges LED-Panel, was eigentlich an der Decke in einem Raum hilft oder klebt. Und zweitens,
ich möchte auch gleichzeitig ein bisschen beautymäßiger fotografieren, was auch gleich hier gefragt und gewollt sein wird. Das Problem, was Blitzlicht heutzutage oftmals hat, ist, dass es in sehr starker Konkurrenz zum Dauerlicht, zum LED-Dauerlicht steht. Das LED-Dauerlicht, egal in welcher Form, ob es jetzt als Deckenpaneele oder als Fotolicht ist, das hat natürlich den Vorteil, dass gerade bei diesen spiegellosen Systemkameras hier man eigentlich direkt sieht, was man macht. What you see is what you get. Belichtungssimulation ist das Stichwort. Das heißt, die Kamera simuliert, wie die Belichtung bei eingestellten Blende, ISO, Zeit und Weißabgleich aussehen wird und zeigt einem das schon vorher an. Hier, wenn man Blitzlicht arbeitet, muss man ins Menü gehen und muss in der Einstellung der Fuji, bei natürlich Display, die Belichtungssimulation ausmachen. Ich mache das dann meistens, dass ich dann nur sage, der Vorschau oder die Vorschau soll den Weißabgleich, aber eben nicht hier wie normal, die Belichtung und den Weißabgleich zeigen. Und das bringt viele, viele, viele Kollegen und Kolleginnen so ein bisschen heutzutage an den Rand des Wahnsinns, weil man das eben gar nicht mehr gewohnt ist. Man ist eher gewohnt, mit diesen Hightech-Kameras schon vorher genau zu sehen, was man macht und dann auszulösen, wenn es perfekt ist. Beim Blitzlicht ist es so, dann muss man einfach etwas mehr Verständnis über die Materie haben. Aber Blitzlicht ist deswegen qualitativ hochwertiger, aus einem ganz einfachen Grund, weil das Blitzlicht ein super schneller Impuls ist und weil das Blitzlicht eben ein super reines und hochqualitatives Licht ist. Also Farbverschiebungen, CRI-Werte und so weiter und so fort sind eigentlich heutzutage in den meisten LED-Panels und LED-Leuchten noch himmelweit überlegen. Und ich finde aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, die Qualität, die ein Blitzlichtfoto, gerade auch zum Beispiel bei Blende 8 mit sich bringt, ISO 100, Blende 8, das muss man erstmal belichten mit Dauerlicht, das ist natürlich unschlagbar. Einsetzen tue ich hier gerade übrigens die Elink Chrome One. Das sind sehr moderne, ganz kleine, kompakte Blitzköpfe, die mit Akku laufen. Man sieht ja kein Kabel. Die haben auch ein wunderschönes Einstelllicht hier mit dabei. Also man kann einfach hier auf das Touchdisplay draufgehen und dann macht man innerhalb von kürzester Zeit das Einstelllicht an und eben wieder aus. Die Leistung geht auf 131 Watt hoch und kann dann eben richtig schön saftig abbrennen. Was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Also Punkt Nummer 1, ich muss natürlich darauf achten, dass ich jetzt hier nicht gerade Bilder zeige, die nochmal mit Rauschen überschattet sind und die irgendwie noch total viel Chroma-Effekt oder eine Hautweichzeichnung drin haben. Das, was ich gerade eben wollte, das mache ich hier nicht mehr. Ich gehe auch hier komplett auf zum Beispiel Tageslicht oder eben auf die Blitzlichteinstellung, wenn ich dann die Kelvin-Zahl einstelle. Also der Weißabgleich, der ist so ungefähr bei 5600 Kelvin. Man könnte es ja auch messen mit dem Kolorimeter. Aber 500, 600 Kelvin ist so der Standard. Dann hat man bei 0,0 mit Kelvin-Zahl und geht auch hier zum Beispiel in der Farbe raus. Dann hat man ein richtig schönes, knackiges Bild. Ich würde immer die Tonkurve ein bisschen auf eine S-Form bringen. Einfach um so einen deutlichen Kontrast einfach nochmal hinzuzufügen. Ich finde gerade, die Fuji macht das extremst gut. So, wo ist denn jetzt eigentlich mein Modell? Wo kommt denn die? Hallo? Ich brauche jemanden zum Fotografieren. Du kommst auch? Alles gut? Ja, hier, ne? Ja. Ja, du. Auch ein tolles Model. Aber hier, wir sind gerade in einer anderen Höhe. So, also, ich kann bei den Elink Chrome einfach das Einstelllicht anmachen, wenn ich es brauche. Übrigens, beide sind auf gleicher Leistungseinstellung, also 131. Geh noch ein bisschen zurück, Rebecca. Wir haben jetzt hier übrigens, auch sehr interessant, ein richtiges schönes Komplementärfarbenbild aufgebaut. Also das heißt Blau und Gelb. Und wenn ich jetzt hier fotografiere, muss ich jetzt erstmal drauf gucken und sehen, wie ist der Look, wie sieht es aus. Sieht perfekt aus, so kann ich arbeiten. Und damit würde ich sagen, können wir loslegen. Willst du die Haare nochmal nach vorne holen? Ja, ich finde aber nach vorne ist schöner. Komplett nach vorne? Ja, komplett nach vorne. Ich finde, du hast so schön ein offenes Haar, das wäre jetzt sehr schade, wenn wir die nicht zeigen würden. So. Oh ja, das ist schön, das ist schön. Guck hier in die Kamera. Ja, perfekt. Was? Sehr cool. Sehr cool. Übrigens sieht man jetzt hier auf den Ergebnissen deutlich, dass ich die Lichtquellen sehr, sehr, sehr mittig zur Kamera positioniert habe. Das heißt, ein oberer Teil, der wird von oben leuchten, ein anderer Teil wird von unten leuchten und deswegen habe ich dieses sehr extrem frontale und von oben und von unten auffällende Motiv. Wer jetzt sagt, das sieht aber sehr, sehr, sehr platt aus, der hat recht. Das sieht sehr platt aus, aber so fotografiert man
sehr häufig im Beauty-Bereich, weil man möchte ja eigentlich die Haut und jegliche Struktur nicht wirklich herausarbeiten, sondern man möchte sie eigentlich wegblitzen. Was ich jetzt schöner finde, und da kommt so ein bisschen der Kontrast-Junkie in mir hervor, ich biege gerne so ein bisschen die Lichtquelle nach unten und ich fahre sozusagen mit 2/3 der Softbox über meine Kamera, bringe sie relativ stark zusammen, habe aber jetzt sozusagen das maximale Licht, was von oben kommt und nicht mehr von unten. Das ist ein bisschen. Man sieht auch jetzt schon auf dem Vorschaubild, dass sie einen Kinnschatten bekommen hat. Und ich finde das einfach ein viel, viel, viel ästhetischeres Bild, dass man jetzt auch eine leichte Schattierung unterm Kinn zum Beispiel hat. Okay, wir können jetzt loslegen zu fotografieren. Und mit dem Objektiv kann ich eben wunderbar auch sehr, sehr, sehr nah herangehen und wirklich so diese Close-Ups machen. Guck gerade, dreh dich ruhig mit dem Oberkörper nochmal zur Seite. Nochmal die Haare alle auf eine Seite. Ja. Kopf ein bisschen neigen. Ich finde auch die Reflexe im Auge sehr viel schöner. Und das ist einfach wunderschön, wie plötzlich dieses Oberteil leuchtet und welche Brillanz. Also wenn wir uns mal das letzte Bild angucken und wir gucken uns mal das Bild im Detail an. Holy moly. Das ist so eine Sache, wo ich als Fotograf, so ein bisschen auch als technischer Fotograf, auch immer sage, wow, diese Qualität in der Brillanz. Und Brillanz heißt nicht einfach nur immer Pixel. Also nur weil man Haar sieht, heißt es nicht zwangsweise, dass das die Schärfe ist, sondern mir geht es auch darum, wie klar Farben abgetrennt sind, wie gut man dieses Motiv im Detail herausarbeiten kann. So Mikrokontraste und so dieser 3D-Pop ist da das Schlagwort. Ich finde es einfach sehr, sehr, sehr faszinierend, wie gut die Qualität ist. Achtung, Haare nochmal neu setzen. Sehr cool. Das Interessante ist zum Beispiel, jetzt dreh dich komplett her zu mir. Komplett her. Und jetzt bringen sie nach vorne wieder die Haare. Das Interessante ist, dass zum Beispiel jetzt gerade die Blitze weniger können als die Kamera. Und das ist auch wieder so eine Sache, was ich mit Spritzigkeit meine. Ich hätte also selten gedacht, dass ein Blitz, also gut, es sind portable Akkublitze, aber nicht so trotz, das sind sehr, sehr, sehr moderne und auch sehr gute Akkublitze, dass eine Mittelformatkamera die noch toppt, also von der Geschwindigkeit. Und gerade auch mit 100 Megapixel. Einmal in der Mitte zurück, ja. Jetzt zum Beispiel, oh ja, 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 ja. Zieh mal das Oberteil wieder ein bisschen zusammen. Auch cool. Tu mir mal einen Gefallen, was ganz Verrücktes. Mach mal die Haare unter das Oberteil. Also nach vorne. Ja, genau. Ja, cool. Halt sie vorne zusammen, das Oberteil. Hand weg. Sehr cool. Kinn höher. Nimm dir ganz vorsichtig die Haare vom Gesicht. Ja. Hand weg. Ja. Ah, jetzt ist die Strähne wieder. Ja, die sind zu aufgeladen, ne? Mhm. Ja. Okay, nochmal hol sie raus. Wir machen nochmal ein paar richtige Close-Ups und dann sind wir auch schon wieder durch. Was man natürlich auch machen könnte, wäre die Lichter quersetzen. Das heißt, das kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen. Wir fahren den mal kurz raus, fahren den mal kurz rein. Und jetzt drehen wir diese Softbox, Moment, ich muss innen drin aufmachen, auf die Seite und fahren den, Vorsicht, Rebecca. So, alles gut. Fahren wir den hier drüber. So, wir können hier erstmal den hier mal ganz kurz ausmachen. Dann können wir mit einem mal kurz das testen. Zack. Einmal nicht bewegen. Haare stimmen nicht ganz, aber wir machen jetzt trotzdem das Foto. Was man hier sieht, ist jetzt, dass das Licht von oben kommt. Es sieht natürlich etwas düsterer aus und ist nicht geeignet wirklich für ein Beauty-Bild. Und jetzt machen wir hier das Gleiche nochmal gegenteilig und fahren sozusagen hier hinten das rein. Ja, jetzt müssen wir eigentlich. Eigentlich. So, jetzt haben wir nur noch einen ganz kleinen Schlitz zum Durchfotografieren. So. Also anmachen
Und das ist jetzt sozusagen die horizontale Beauty-Muschel. Ist das Licht oben an? Ja, ne? Gut. So. Und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Jetzt würde ich hingehen und ich würde unten das Ganze so ein bisschen zurücknehmen. 100% oben, 60% unten. Nicht auf ihn achten, weil ich glaube, dann wird er gleich wieder spielen. Okay. Also jetzt sieht es im Vorschaubild zum Beispiel anders aus, weil das Licht von unten in der Vorschau in der Kamera ist das Licht von unten stärker als das Licht von oben. Aber im Ergebnis nachher, du hast gerade einen Lachflash, ne? Gut, wir haben es auch alle, eigentlich ist alles gut. Also wir haben es auch wunderbar. Du kannst gerne umziehen. Und wir hätten eigentlich alles gezeigt. Also hier nochmal die horizontale. Das eine war eine horizontale Muschel sozusagen, links, rechts, und das andere war eine vertikale Lichtmuschel. Ansonsten hat man gesehen, wie krass die Wiedergabequalität der Kamera ist. Und das ist echt eine Hausnummer, was da aus der GFX 100 rauskommt. So, zurück ins Studio. So, da sind wir wieder. Shooting war wieder durch. Diesmal Blitzfotografie statt Dauerlicht in dem Moment. Deswegen, ja. Wenn ihr da Fragen habt, auf jeden Fall reinhauen. Wir haben gerade noch eine bekommen. Hat jetzt nicht unbedingt was direkt damit zu tun, aber finde ich eigentlich eine schöne Frage. Welche Linsen vermisst ihr am meisten? Weitwinkel oder Tele? Mittelformat, beim GFX-System? Genau, Mittelformat ist, also GFX-System ist ja so ein bisschen, ich sag mal, zentral. Ich persönlich gar keine. Nee? Also, nee, weil ich benutze es ja meistens fast nur für Menschen und okay. Ein bisschen für Landschaften. Das heißt, tendenziell würde ich sagen, der Weitwinkel. Der okay. Weitwinkel. Also nicht noch mehr Tele, dass du noch mehr komprimieren kannst im Hintergrund nein, oder sowas? Nein, also das ist so 110er, 2.0. Mhm. Also muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon Deluxe. Also ich glaube, dass viele Fotografie eh in so einer normalen Distanz abgeht. Und also unser Working Horse ist halt entweder das 80-1.7 oder dann halt das teurere Zoom. Also das bei der 50er ist es ja, das ist hier, Moment. Nee, das ist das teurere. Ja, ja. Also das ist 32-64, das meine ich. Das ist so das Workhorse. Ja. Und das ist ja eigentlich schon 24-50. Also das ist schon relativ weitwinklig. Ja. Also von daher. Tele auf Mittelformat wäre auch irgendwann nicht mehr sinnvoll. Nee, man muss ja auch gucken, wofür es eingesetzt wird. Wenn ich jetzt bei Porträt bleiben würde und jetzt bei, sagen wir mal, 200 mm oder sowas bin, habe ich halt so einen Abstand, den ich haben müsste beim Arbeiten, um mein Model dann anzuschreien, nur weil ich dann vielleicht ein bisschen Komprimierung im Hintergrund haben möchte, das dann auch keinen Sinn mehr macht in dem Moment, wenn ich schon solche Linsen habe, die dann auch den Hintergrund einfach schon komplett wegradieren können in dem Sinne. Also, es ist ja so, dass ich... Also wir können das natürlich abschreiben und wir haben wahrscheinlich, was Technik betrifft, einen relativ hohen Durchsatz im Jahr, aber nichtsdestotrotz bei so einer Mittelformatkamera, also ich kaufe mir auch gerne mal so einen Samyang, einfach weil ich es haben möchte und das passt noch irgendwie ins Budget und in die Bilanz am Monatsende vielleicht rein, aber so ein Mittelformatobjektiv, da denkt man schon sehr gut drüber nach, ja. Ob man sich das holt. Und ich habe auch lange Zeit mit dem GFX-System nur mit 63er fotografiert. Und ehrlich gesagt fand ich das extrem entspannend. Also ich habe mich da sehr erinnert an die Zeit, wo ich mit meiner 5D Mark II und einem 50 mm rumgerannt bin und einfach gar keine andere Linse mit dabei hatte. Ja. Und das klingt jetzt auch wieder sehr schönredend, also kann man mir wahrscheinlich vorwerfen, aber das hat nicht nur Nostalgiegründe, sondern manchmal habe ich so das Gefühl, dass man irgendwie drei Linsen im Rucksack drin hat und man überlegt mehr, welche Linse man und man ist mehr mit Wechseln beschäftigt, als dass man einfach mal so ein bisschen rumgeht und guckt, okay, wie können wir jetzt irgendwie ein schönes Bild erzeugen? Kann ich jetzt hier in die Knie gehen? Kann ich mir ein bisschen Vordergrund suchen? Kann ich hier irgendwie eine andere Position einnehmen? Ich fand das, also bei mir war es das Geld. Ich habe Marc Gers überredet, dass die kommt und dann durfte ich mir das kleine Festbrennweitenobjektiv dazu holen und dann hat er gesagt, so, jetzt ist erstmal Schluss. Und dann bin ich damit rumgerannt und habe Fotos gemacht. Und ich fand das sehr inspirierend. Also es ist fast das Gleiche, wie du wahrscheinlich bei der X100V hast. Das war einer der Gründe, die ich mir da auch deswegen auch besorgt habe. Ich habe vorher mit Canon 5D3 fotografiert. Hochzeiten ganz viele, ne? Deswegen 24-70, 70-200, so die ganzen Klassiker.
War einfach irgendwann zu groß, schwer und immer noch mehrere dabei gehabt, Fotorucksack schwer, irgendwann dann Fuji, allgemein so X-T3 gewechselt, aber auch wieder so zwei, drei Objektive und dann gesehen so X-100V. Ja, nimmst du mal das mit, ne? Und das zwingt halt auch so ein bisschen mehr nachzudenken. Gefühlt sich aber halt auch, also das habe ich ja auch so ein Problem. Es gibt so Kameras, die sind klein und fühlen sich wertig an, so eine 6600er von Sony zum Beispiel, aber dann gibt es halt auch Kameras, die sind klein und fühlen sich nicht wertig an. Und bei der X100V ist es so, die ist so klein, dass man eigentlich erstmal denkt, und dann langt man sie an. Und man, also ich glaube, jeder, der, ich weiß nicht, ob das im Laden auch so ist, aber ich habe die angelangt und ich war positiv erstaunt. Ja. Also wirklich, ich hätte nicht damit gerechnet. So so von meiner Erfahrung heraus mit anderen Kameras hätte ich gedacht, okay, ich fasse jetzt an, du hast eine Fuji, aber es ist halt eine kleine, günstige Fuji. Aber die ist so, aber ja, wir wollten ja über Objektive reden, die ich vermisse ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil man sich, auch aufgrund des Preises, muss man ganz einfach sagen, ne? Die Linsen kosten 3000 Euro. Ich meine, das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes mehr geworden bei Canon und Sony-Preisen. Stimmt. Also das ist irgendwie so ein Standard geworden für Kleinbildobjektive scheinbar. Aber ich finde, es ist unfassbar, unfassbar viel Geld. Und wenn man sich dann irgendwie auch von der Festbrennweite entscheidet, ich bin ja sehr, ich sage immer, der Latschen-Zoom ist der beste Zoom. Ein bisschen Fleiß-Zoom, dann hat man das und damit macht man erstmal Fotos. Und ich finde, also ich war selber erstaunt, ich habe auch mit dem 63er, also mit dem 50er, dann Landschaftsfotos gemacht und die sind auch richtig gut geworden. Das ist halt so, man passt auch ein bisschen seine Fotografie an. Landschaftsfotografie, habe ich manchmal so das Gefühl, ist ein Ultraweitwinkel, möglichst bodennah mit dem Graufilter an irgendeinen Strand stellen. Ja, dann hat man ein bisschen Reflexionen drin, alles sieht cool aus und man muss gar nicht mehr richtig fotografieren können, weil der Weitwinkel und die Reflexionen und der Graufilter, die machen schon ihren Job. Ja. So, wenn man jetzt mit einem anderen Objektiv rumrennt und man muss damit irgendwie ein Bild hinbekommen, dann ist man plötzlich gezwungen, so ein bisschen mehr auf Linienführung zu achten, auf Framing, auf überhaupt, wo sind Farbverteilung, wo sind Helligkeitsverteilung. Man kann nicht mehr so effekthascheres, also so Ultraweitwinkel, gerade so 16, 14 mm, 15 mm auf Vollformat, also auf Kleinbild gerechnet. Das ist ja sehr, also landschaftstechnisch oftmals sehr einfach. Ja, also das stimmt. Was ich ganz viel vermisst hatte, auch lange Zeit im GFX-System, haben sie jetzt zum Glück endlich mal angekündigt, dass es jetzt weggemacht wird, also die Lücke gefüllt wird. Das war das Tilt-Shift. Das war so eine Sache, die Kamera ist halt prädestiniert eigentlich für Architektur. Ja. Hat gefehlt ganz lange, hat man immer von Canon irgendwie dran adaptiert, das Ganze. War nicht optimal, aber ging. Und jetzt haben sie es zum Glück endlich gemacht. Deswegen, das kann ich mit Meckern aufhören. Also Tilt-Shift bin ich gar nicht der Typ. Wir haben ja bei unserem Buch, haben wir die ganzen, also wir haben ja ein Buch gemacht, wo wir eigentlich jede Seite mit malerischer Kunst verschönert haben. Das heißt also mit Aquarellfarben, mit Ölfarben, mit Pastellfarben und haben das dann abfotografiert und reingemacht ins Buch. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass uns die 50 Megapixel nicht gereicht haben, weil wir teilweise Striche aufgezogen haben. Also das Buch ist DIN A3, ist ein richtig großes Buch. Und die DIN A3 hat zum Beispiel einen Streifen, der komplett von oben nach unten geht. Und jetzt wollten wir nicht immer zwangsweise einen 1:1 Streifen nehmen, sondern manchmal haben wir gesagt, oh, guck mal, dieser kleine Streifen, nur so ein Pinselstrich, den wollen wir aber eigentlich über die komplette Seite fast haben. Und dann haben wir teilweise so aufziehen müssen, dass wir gemerkt haben, die Schärfe ist nicht mehr da. Und dann haben wir angefangen, mit Pixel-Shifting zu arbeiten, mit anderen Kameras. Aber das war im Ergebnis so aufwendig, weil wir das für über 2.500 Bilder gemacht haben, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, GFX 100 her, einfach ein normales Bild machen, einfach direkt handhaben, ohne vergrößerte RAW-Dateien und das hat wahnsinnig gut. Also ich finde Repro, also alles, wo so wirklich diese Einfachheit der Auflösung auch noch gefragt sind, wir haben ja alle Kameras zu Hause, wir sind mit allen gescheitert. Ja, stimmt. Wir sind mit allen gescheitert, bis auf nachher die GFX 100, die es gemacht hat. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Aussage. Also verwendest du sonst jetzt noch allgemein Pixel Shift in allgemein oder hast du das für dich selber so ein bisschen eigentlich ausgeschlossen? Ich finde die Funktion interessant. Wenn man meine Videos kennt, wo ich Reviews mache, dann sage ich auch mal, die kann Pixel Shift. Es ist halt immer die Frage, ob es noch sinnvoll ist, weil ich bin ja der Meinung, dass Fotografie oftmals an anderen Dingen scheitert als an Auflösung. Ja. Vor allem gute Fotografie. Und ein schlechtes Foto mit 400 Megapixel ist halt ein schlechtes Foto mit vielen Pixeln. Ja. Das ist.
Und ich habe gemerkt, dass ich mich manchmal einfach sehr damit befasse, mit solchen Spielereien und nicht darauf achte, was ich fotografiere. Und ich finde solche Pixel-Shift-Sachen, also wo ich sie wirklich gut finde, das hätte ja auch geklappt. Wir hatten die Bilder für das Buch, die Repro-Sachen, die hatten wir mit Pixel-Shifting bei Sony gemacht, die haben eine Lumix genommen. Wir haben auch hier probiert, das war dann aber viel zu viel. Das funktioniert ja. Bloß aktuell war uns der Aufwand für 2000 Bilder. Ja, das alles nochmal zu verrechnen. Das war einfach, das hat so viel Zeit gekostet, diese Sachen zu verrechnen. Dann Sony muss es nachträglich zusammenfügen. Dann mit dem Firmware-Update kannst du es direkt in der Kamera machen. Mhm. Dann hast du aber keine RAW-Daten, nur das JPEG. Und dann denkst du einfach, oh Gott. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann nimm doch einfach die 100 Megapixel, perfekt reicht. Das war auch wieder so ein typischer Praxisgrund. Also das ist dann so, wo man den Herstellern sagen kann, gut gemeint. Ja. Aber es hat in der Praxis halt nicht dafür getaugt. Also das taugt für 5 Aufnahmen, das taugt auch mal, wenn man irgendwo steht und sagt, okay, jetzt mache ich den Pixel-Shift-Modus rein, und jetzt habe ich das gleiche schöne Bild, was ich gerade eben hatte, einfach in normaler vierfacher Auflösung. Ja. Aber so als Workhorse, also wirklich, wir haben tausende von Fotos, tausende, Blatt reingelegt, abfotografiert und das eigentlich noch mit Blitzlicht, halt mit einer ordentlichen Blende, mit niedrigen ISO, und dann muss im Blitzlicht mit Pixel-Shift, dann muss mit Dauerlicht setzen. Ja. Dann haben wir zum Beispiel noch Sachen, wir haben ein altes Büro mit Holzboden. Und ich finde es halt super interessant, wie so in der Praxis, ich meine, ich kann ja nie drüber erzählen bei diesen Reviews, weil es alles viel zu kompakt ist. Aber jetzt haben wir einen Holzboden im Büro und wir haben so einen Repro-Tisch. Und wenn dann jemand fotografiert, dann seid ihr immer, Aufnahme! Dann freezen immer alle so, weil der Holzboden und das Haus so alt ist, dass dann halt alles wackelt. Und wenn man halt einfach tagelang Ding abfotografiert, dann können die anderen Leute tagelang nicht daran vorbeilaufen. Ja. Dann machst du eine Aufnahme, dann kommt jemand rein, weil er es gerade nicht merkt oder weil er selber am Telefon ist, dann versaut er die Aufnahme. Dann musst du dir irgendwo notieren, dass die Aufnahme versaut wurde und die gleiche nochmal machen, damit du hinterher 3 Stunden später die löscht, aber die nächste nicht. Und sind wir ehrlich, nach 3 Stunden Aufnahmen weiß keiner mehr, wann ist der reingelaufen und wann nicht. Ja. Das erzeugt so viel Arbeit. Dann hast du Blitzlicht, dann nimmst du Dauerlicht, dann Belichtungszeiten länger. Dann fotografierst du hier bei Blende 8, 5, 6. Sweet Spot ist ja so bei Mittelformat bei 8, 5, 6, anders als bei Kleinbild. Dann brauchst du ordentlich Licht. Mhm. Entweder hast du dieses extrem helle LED-Licht oder du belichtest halt lange. Jetzt Pixel-Shift mit langen Belichtungszeiten ist halt auch wieder gefährlich, egal welche Marke. Und so zerplatzt dieser Traum, diese Illusion von manchen Kameraherstellern in der Praxis halt sehr schnell. So, dann kommst du da hin und sagst, okay, das... Einmal 100 Megapixel reicht. Ein RAW reicht. Also es ist, der Workflow war einfach nicht zu handhaben für so viele Sachen. Das verstehe ich. Was die Kamera auch noch kann, was ich persönlich bei denen nie wirklich als Aspekt gesehen habe, Video. Wie sieht es da bei dir aus bei der GFX? Machst du da großartig was mit denen im Videobereich? Also wir setzen sehr viel X-T4 ein, auch gerade weil das ja die erste Kamera war, die Autofokus und Slow-Mo so extrem gut unterstützt hat. Es ging ja so, dass GA5 kam mit 240 Bilder pro Sekunde und da aber kein Autofokus mehr ging. Und dann kam ja X-T4 mit 240 Bilder pro Sekunde plus Autofokus, der auch noch gut funktioniert. Und da sind wir sehr, sehr, sehr bei Fuji hängen geblieben. Ehrlich gesagt ist es so, dass es so ein bisschen mein Baby ist. Und wenn wir Video filmen, brauchen wir meistens mehr Kameras. Okay. Und dann wollen wir meistens verschiedene Schnittbilder haben. Ja. Und ehrlich gesagt scheitert es meistens daran. Wir haben halt nur eine. Das tut mir leid. Ich würde auch noch eine kaufen, aber Marc lässt mich nicht. dann nehmen wir andere Kameras. Also dann nehmen wir meistens Multicam, also wo man mindestens... Wir haben ja hier auch 3 Kameras hängen. Ja, ja, deswegen. Macht schon einen Unterschied, ob man eine oder 3 hat. Das aber ja, sie kann's. Ja, sie kann's. Aber ich habe keine Erfahrung. Ja, okay. Dann sind wir auf demselben Fuß. Dann würde ich sagen, der Chat ist gerade wieder ein bisschen runter abgeflacht. Dann können wir nochmal geben und nochmal ein bisschen was beibringen. Genau, den letzten... Nochmal Studio. Genau. Herzlich willkommen hier in unserer kleinen Fotoecke im Kölner Büro und es geht an das Fotoshooting mit der GFX. In diesem Fall nicht der 50 S2, sondern der 100er. Das ist nämlich die GFX, die ich eigentlich fast ausschließlich im Einsatz habe. Zusammen mit dem 80-1.7 ist es für mich so im People-Porträtbereich die absolute Traumkombination. Wenn man natürlich mit Landschaften unterwegs ist oder Architektur fotografiert, wird man sicherlich eine etwas andere Brennweitenkombination wählen. Aber wie gesagt, die offene Blende, die extrem offene Blende, gerade am Mittelformat, ist eine Sache, die ich besonders schätze und besonders toll finde.
Vielleicht kurz zum Setup selbst, weil das, was jetzt gleich passiert, nämlich ein kleines Porträtfotoshooting, das mache ich absichtlich, um zu zeigen, wie sich Mittelformat über die Zeit verändert hat. Hinter mir an der Wand gibt es, also das ist ein Fenster, aber es ist gar kein Fenster, es ist eine Wand. Wie man sicherlich sieht, ist gar kein Licht hier außer dem Ding hier an und noch so ein bisschen für uns Video-Leute. Aber das, was hier hinter mir leuchtet, haben wir selber gebaut und es sind Deckenpaneele. Das sind eigentlich Paneele, die in so Räumen an der Wand, an der Decke hängen. Und das sind so diese klassischen 60x120 oder 60x60, also diese Quadratpaneele, die man in jedem Büro kennt. Die Lichtqualität ist nicht wirklich ideal, nicht wirklich schön, aber genau darum geht es mir, denn wir können mit so einer Kamera, mit so einer Mittelformatkamera, heutzutage mit so schlechtem Licht locker flockig arbeiten. Das ist auch wieder so eine Sache, die hätte man vor vielen Jahren im klassischen Mittelformatbereich gar nicht machen können. Da war das einfach so energiesaugend, so lichtsaugend, das Mittelformat. Und auch die Blenden waren so geschlossen. So ein 7er Blende auf Mittelformat war eigentlich nicht wirklich einsetzbar. Aber heutzutage wird es plötzlich einsetzbar. Und der CRI-Wert, über den wollen wir gar nicht reden, von diesen Paneelen, ich glaube, die haben bei Amazon irgendwie 70, 80 Euro gekostet. Potenzial zum Flackern gibt es auch, aber wird auch wieder kein Problem sein. Das heißt also, egal wie schlecht die Situation ist, egal wie herausfordernd die Situation ist, man kann mit dieser Mittelformatkamera eben so fotografieren, als ob es ganz einfach eine Kleinbild oder sogar noch, von mir aus, machen wir ein Handyvergleich, dann ist es ganz abstrus. Das ist einfach, es ist problemlos geworden. Und das ist so das, was mich am meisten reizt, dass man eben die Qualität aus dieser Vergangenheit, diesen Qualitätsvorsprung aus dieser Vergangenheit übernimmt, aber gleichzeitig eben sagt, ja, das ist jetzt alles plötzlich so fire and forget so ein bisschen geworden. Übrigens, nicht wundern, da wir das Ganze hier live aufnehmen, habe ich oben eine kleine Funkübertragung. Das heißt also, alles, was ich hier mache, wird mal wieder in unsere Videosysteme geleitet und dann kann man sozusagen on the fly wirklich komplett miterleben, was man macht. Übrigens, auch noch eine kleine Info, weil man wissen will, wie stark diese Paneele sind. Es sind jeweils 72 Watt. Das sind 3x 72 Watt, die als Eingangsleistung da sind. Das heißt also, wir haben hier ungefähr roundabout etwas über 200 Watt im Einsatz, was solide hell ist. Wie gesagt, die Lichtqualität ist eher das, was so ein bisschen herausfordernd ist, aber das kriegen wir mit der Kamera wunderschön hin. Ich würde sagen, ich hole mir erstmal mein Modell, die Rebecca, dazu gleich. Aber vorher gibt es eigentlich sonst nichts mehr zu klären, außer auch selbstgebastelte Holzwände sind beim Fotografen oder der Fotografin um die Ecke eigentlich Standard. So werden Sets gebaut. Das heißt also mit ganz viel Holz und Leim und Tapete und sonst was werden irgendwelche Wände und irgendwelche Props gebaut. Aber dann kann man wunderbar fotografieren. So, ich würde sagen, wir holen die Rebecca. Rebecca, du hast genug gewartet, setz dich ruhig hin. Und da ist sie. Ich gehe mal einfach an die Kamera und wir schalten die Kamera an. Eine kleine Info auch jetzt hier vorweg mal wieder. Wie üblich in einem Live-Format bin ich tendenziell eher im Querformat unterwegs, auch wenn ich eigentlich sie eher im Hochformat fotografieren würde. Aber das Hochformat ist jetzt gerade bei solchen Tutorials und gerade wenn ich was erkläre, nicht so richtig das Beste im Einsatz, weil es einfach das meiste vom Bildschirm rechts und links jetzt schwarz lässt. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn man auch ins Menü geht, dann hat man auch nicht das schöne Lesbarkeit garantiert. Aber was ich absolut schön finde, gerade für mich als Porträtfotograf, der ja viel im Hochformat fotografiert ist, dass hier bei der GFX das Ganze mitschwenkt. Das heißt, in dem Moment, wo ich ins Hochformat schwenke, habe ich meine ganzen Werte trotzdem noch lesbar. Und vor allem eine der schönsten Situationen ist, dass ich hier einfach, Moment, ich muss mal einmal vorfokussieren, dass ich einfach den Display oder das Display so ausklappen kann, dass ich wirklich im Stehen ganz angenehm drauf gucken kann. Entschuldigung, Rebecca. Ist auch wieder so eine Sache, die ich total, total toll finde, weil das war so ein bisschen der Reiz vom analogen Mittelformat. Das war dieser Schachtsucher, wo man so reingeguckt hat auf die Mattscheibe und auch wirklich das Bild gesehen hat. Und es ist ein sehr großer Unterschied, ob man auf ein Bild guckt und das framed und arrangiert oder ob man das Bild wirklich im Auge hat. Wenn ich jetzt mit der Kamera draußen unterwegs bin, wo es überall hell ist, dann nehme ich natürlich die Kamera gerne ans Auge, damit ich genau sehe, wie ich belichte und was ich belichte. Aber jetzt gerade hier im Studio, wo die Belichtung so passt, ist es wunderbar. Ich gehe auch teilweise so ein bisschen absichtlich weg, richte es mir perfekt ein im rechten Winkel zu meinen Augen und dann kann ich wirklich wunderschön sagen, was stört mich am Bild und was stört mich nicht und was möchte ich haben und was möchte ich nicht haben. Und in dem Moment, wo ich auch eingestellt habe, gehe ich ganz oft auch hin und blende mir alle Einstellungen komplett aus. Das heißt, erst sind sie drin, eingestellt, raus und ganz fokussiert am Motiv arbeiten.
Rebecca, dreh dich mal ein bisschen hin zum Licht, nur ein bisschen. Nimm mal die Haare so ein bisschen auf die andere Seite, sodass die Seite frei wird. Jetzt hat sie ihre wunderbare Kinnlinie. Oh, das ist eigentlich schon mal so ein total tolles Bild. Guck mir in die Augen ja. Ja, super, super, perfekt. Guck her, ein bisschen zu mir her gucken. Ja, perfekt, wunderbar. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Das ist eine Sache, die einfach sehr, sehr, sehr angenehm ist, mit dem Finger und mit der Hand Anweisungen zu geben, sodass das Modell oder der oder die Modell genau sieht, was eben getan werden muss. Wenn ich sage, Kopf schräg und ich mache so, dann würde sie niemals den Kopf in die andere Richtung bringen. Wenn ich jetzt sagen würde, Kopf ein bisschen nach links neigen, aber ich mache gar nichts, dann weiß sie, meint er jetzt mein links, meint er jetzt sein links, ihr mein. Das ist sehr, sehr missverständlich. Genauso mache ich oftmals die Augen mit dem Zeigefinger aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte vermeiden, dass das Auge im Auge selbst, also die Iris, komplett an den Rand des Auges wandert. Das heißt, man möchte eigentlich schon einen entspannten Blick haben, wo auf beiden Seiten der Pupille so ein bisschen augenweiß zu sehen ist vom Augapfel. Sobald die Augen zu weit rechts oder links wandern, wird es irgendwie so ein bisschen gefährlich, auch vom Gucken her wird es auch anstrengend für sie. Und deswegen versuche ich so ein bisschen weg von der Kamera zu kommen. Nimm mal die Haare ein bisschen nach vorne, weil gerade sind sie so ein bisschen im Dunkeln hinten, dann kommt jetzt kommt die Farbe raus, richtig genau. Perfekt, oh, das ist schön. Ein bisschen, ja. Ja, das ist cool. Bleib so. Jetzt Kopf ein bisschen nach da Richtung. Ja, guck auf hier. Darf Kopf ruhig ein bisschen mehr zum Fenster. Ja, perfekt. Nicht so neigen, sondern zurück ein bisschen. Ja, genau. Guck hier hin. Auf den Finger gucken. Geh ein bisschen höher. Und auf den Finger. Sehr cool. Sehr cool. Das ist mega gut. Mega gut. Man kann sehr entspannt arbeiten. Man hat diese brachiale Auflösung, man hat diese brachiale Qualität. Und man kann aber ganz genau entscheiden, was man macht. Nochmal kurz auch zu den Settings. Ich gehe mal hier ins Quick-Menü rein. Man merkt, ich fotografiere sehr, sehr, sehr oft im Standard-Bildmodus. Allerdings gehe ich schon rein und verändere zum Beispiel hier die Farbe. Warum man bei Rebecca, die Farbe +1 gemacht hat, muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Normalerweise würde ich es eher tendenziell reduzieren im Porträtbereich, um die Haut eben nicht zu bunt werden zu lassen. Aber gerade mit den Haaren ist es natürlich wunderschön, wenn man da so ein bisschen Farbe hinzugibt. Schärfe, ehrlich gesagt, bin ich kein großer Fan bei Fuji-Kameras, weil die so scharf schon sind, dass ich eigentlich dann übers Ziel in der Porträtfotografie hinausschieße. Wichtig ist, ich arbeite auch sehr stark mit den anderen Bildeinstellungen. Zum Beispiel habe ich die Hautweichzeichnung mit drin. Ich habe auch den Farbe Chroma FX und den Farbe Chrom-Effekt mit drin. Das sind alles so kleine Effekte, ich kann es mal hier einmal einstellen, wo so ein bisschen die Knackigkeit gepusht wird. Also das wirkt sehr viel kontrastreicher, das wirkt sehr viel flower, wenn man den ausmacht. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich immer JPEG und RAW zusammen fotografiere. Bedeutet, man sieht es hier, ich habe hier von der Bildqualität JPEG und RAW gewählt. Ich mache meistens so ein normal großes, nicht besonders krasses JPEG und gleichzeitig aber natürlich die originale RAW-Datei. Ich versuche immer so zu arbeiten, dass die JPEG-Datei eigentlich das fertige Bild ist. Ich bin jetzt kein so Photoshop-Freak. Ja, wir machen auch Photoshop. Es gehört wahrscheinlich zum Fotografen-Berufsalltag dazu. Ich mag es ehrlich gesagt bei Menschen nicht so richtig. Und ich finde auch ehrlich gesagt, wenn man mit heutigen Kameras arbeitet, und dazu gehört so eine Fuji eigentlich mit dazu, dann ist es so, dass die Fähigkeiten, die diese Kamera hat, was gerade die Farbe betrifft, also ich kann jetzt auch hier ins Menü gehen, und dann gehe ich hier in den Weißabgleich und ich habe jetzt absichtlich bewölkt gewählt und ich habe auch absichtlich hier, dann gehe ich mal zurück in das Querformat, weil dann kann man es besser sehen. Ich habe jetzt hier absichtlich, ich mache es mal so, dass man wirklich das Gesicht sieht, ich habe das auch richtig schön gefärbt. Also man sieht ja, der Standard-Weißabgleich wäre sehr grünlich gewesen. Ich bin hier rüber und ich höre halt da auf, wo ich finde, dass die Haut so einen richtig schönen natürlichen Warmton bekommt und wo die Haut und die Haare eben wunderbar matchen. Und das ist auch eine Sache, die sich in den letzten Jahren sehr geändert hat. Vergleichen wir mal zu den Mittelformatkameras früher. Da hat man eigentlich direkt in den Rechner schießen müssen, hat eine riesen Station haben müssen, weil das Rückteil war schon teuer genug und die Displays, die verbaut wurden, waren auch nicht so geil. Hier ist einfach so, dass ich dem Display sehr, sehr, sehr traue. Also dem Display hier und also auch dem oberen Viewfinder. Und wenn dort ein Bild richtig genial aussieht, dann passiert es bei mir jedenfalls selten, dass ich dann nachher sage, oh, ich lag komplett dabei. Es passiert. Aber eigentlich passiert es dann, wenn man sagt, das hätte man vorher sehen können. Also wenn man dann nochmal die Bilder auf der Kamera sieht, dann sieht man meistens so, ah, der Grünstich, der war schon da. Also man guckt dann eher zu schlecht hin.
Ich würde nochmal hier eine Runde fotografieren, damit wir einfach nochmal ein bisschen ins Fotografieren reinkommen. Kopf muss auf der Brust bleiben, sonst ist, ja, und jetzt müssen die Haare so ein bisschen hier vorne weg, sonst sehe ich dein Gesicht nicht. Ja, die müsst ihr an der Seite mitnehmen. Ja, ja, perfekt. Oh ja, schön. Nicht, guck hier gerade. Ja, sehr cool. Nimm die einmal nochmal, oh ja, er erkennt immer noch das Gesicht, immer noch das Auge, durch den Mund atmen, geh ein bisschen höher. Ich gehe nochmal richtig relativ nah ran. Und das war auch so eine Sache, man kann einfach mit diesen Objektiven und auch mit den Einstellungen hier plötzlich in so einen Nahbereich reingehen. Da stand ich auf der... Ja, so, wir müssen die Haare nochmal kurz einmal nochmal aus dem Gesicht rausbekommen. Ja, genau. Ja, oh ja, das ist schön. Oh ja, kennt das? Mund leicht durch den Mund atmen. Sehr cool. Guck an der Kamera vorbei, guck nach da, Kopf ein bisschen gerade. Sehr schön, das ist super toll. Sehr cool. Und jetzt, das ist, was ich mir immer frage, ist so, ich fotografiere jetzt, ich gehe mal mit dem Mikrofon ganz nah ran. Also, ich, tut mir leid, Rebecca, dass ich jetzt gerade so ein bisschen dich benutzt habe. Ich wollte gerade zeigen, das sind jedes Mal 100 Megapixel, die hier abgespeichert werden und auf die Karte rauschen und wie lebendig die Kamera ist. Es ist unfassbar. Also man kann jetzt auch mit anfangen, mit dem Wind zu arbeiten. Wind ist meistens Glückssache. Man kann da so viele schöne Sachen machen. Ich habe noch eine Sache mitgebracht, die ich einfach zeigen möchte. Das hier ist ein sogenannter Black Mist Filter. Das ist ein Diffusionsfilter, der ist so, man kann ihn auch nachmachen, indem man einen UV-Filter nimmt und einfach Haarspray drauf macht. Haarspray und Salz, das sind so Kristalle, die hier drauf sind, also da nicht, aber dann, die den gleichen Effekt bewirken. Und das Ganze wird dann so milchig-matschig. Und ich liebe diesen Filter. So, Rebecca, steh mal ein bisschen auf am besten. So, wir machen jetzt Folgendes, und zwar, geh mal relativ weit in die Ecke. Relativ. So, ich ändere jetzt mal die Position. Komm ein bisschen mehr an die Wand, lehn dich an die Wand an. Hinten darfst du dich nicht anlehnen, weil die Wand ist keine Wand. Oh, du hast mir gleich mal einen Stuhl hingetan. Das ist ja toll, das ist ja toll. So, jetzt stellen wir hier mal das Licht ein. Es ist mir deutlich zu dunkel. 250 will ich eigentlich nicht unterschreiten. Da geht es nicht darum, ob die Kamera das noch irgendwie scharf bekommen würde durch den Bildschirmvisator, sondern es geht mir darum, dass natürlich jeder Mensch sich bewegt. Komm ein bisschen noch ein bisschen nach vorne. Stopp. Ja. Ja, sehr cool. Das ist wunderschön. Und da sieht man jetzt auch irgendwie, wie diese Qualität des Objektives dieses absolute Gegenlicht mitnimmt. Und jetzt mache ich mal ein Foto. Nicht bewegen. Und jetzt halte ich das mal davor. Und jetzt kommt so dieser Glow-Effekt hinzu. Und wie man deutlich schon sieht, dieser Glow-Effekt ist sehr stark im direkten Gegenlicht. Deswegen würde ich jetzt, ich mache mal ein Bild, damit wir es auch mal haben. Jetzt würde ich so ein bisschen in die Richtung gehen, damit der weggeht, der Glow-Effekt. Also ein bisschen schwächer wird, dass er nicht genau hinterher ist. Und ich würde jetzt in die Einstellung gehen und dort die Schattentöne etwas verstärken, um diesen Glow zu haben, aber gleichzeitig die Kontraste. Und jetzt, wenn man jetzt dann sozusagen nochmal weitergeht und auf zum Beispiel den Acros mit Grünfilter geht, einer meiner liebsten, überhaupt liebsten Styles, Acros Grün, dann bekommt man so ein richtig, richtig... Also wer jetzt sagt, das ist aber ganz schön dunkel, ich will ja dieses Gegenlichtige erzeugen. Nimm dir die Haare mal alle auf die andere Seite. Ja. Nimm die Haare noch ein bisschen da raus, ein bisschen, nur ein bisschen, ja. Ja, okay. Guck hier hin. Sehr cool. Also jetzt wird es hochformat auch mega cool aussehen. Kannst du ruhig anlehnen, nochmal mit der Hand hoch. Die Hand hoch. Ja, das ist cool, das ist cool. Okay, die Haare vom Gesicht, von dieser, ja, die sind kurz weg. Ja. Mega cool. Sehr cool. Ich meine, das ist so verrückt. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass man mit so einer Kamera, ich muss mal wieder, ich glaube, die Kamera muss ich ein bisschen wieder freigeben. Du darfst dich wieder setzen, Rebecca. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man mit diesem Mistfilter, mit einer Mittelformatkamera einfach so in diese Matschigkeit rein fotografiert. Also absolutes Gegenlicht. 1,7er Blende auf Mittelformat, was so ein Äquivalent ist von 1,0 oder Co. Also jetzt, bevor ich mich mathematisch verrechne, ich habe sicherlich schon irgendwo in einem anderen Live-Part gesagt, das ist einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man begreift, dass diese Kamera so, die ist wirklich, wirklich, wirklich total spontan geworden. Die ist lebendig geworden. Und das ist eigentlich, was mich am meisten mitunter auch bei der Kamera reizt. Dass es
eine Spritzigkeit hat, die es so nie im Mittelformat gab. Und gleichzeitig bekommt man so eine gewisse Ruhe durch diese Art der Fotografie. Ja, ich würde sagen, Bilder sind im Kasten. Hier, darfst du gerne angucken. Ja, und wir bauen jetzt mal um aufs nächste Set. So, das war 4 von 4. danke schon mal, dass du das Ganze vorproduziert hattest auch, damit man auch ein bisschen was sehen konnte. Bitte. Und jetzt nicht nur, muss man auch mal dazu sagen, da war auch Arbeit dahinter für das ganze System, dass man auch ein bisschen zeigen konnte und nicht nur so ganz trocken das Ganze hier vor Ort hatte. Deswegen danke schon mal dafür. Es zeigt ja auch wirklich nur eine ganz kleine Sparte, was man mit der Kamera machen kann. Also ich so als Portrait-People-Fotograf, ne? Klar. Aber es ist schon mal ein Einblick für die. Es gibt ja auch viele Porträts, glaube ich, so eine der meist verbreitetsten Fotografieformen einfach in dem Moment, deswegen, dass die schon mal ein bisschen auch was live sehen konnten, was damit möglich ist. Das auf jeden Fall schon mal, ne? Chapeau und schöne Bilder. Vor allem das letzte Setup, das fand ich halt echt cool, weil es selbst gebaut war auch. Ne? Das hat ein bisschen was Eigenes gebracht. Das hat so ein bisschen Charme. Die Lichtwand und die ganze Wand. Ja, deswegen. Also ich bedanke mich auch vielmals, dass du da warst. Danke, dass wir so ein bisschen ins GFX-System auch reingucken konnten. Ja, das Ganze. Ich nehme die dann auch mit, ne? So. Die 50er und das Objektiv vor allem, ne? Bleibt mal hier. Das brauchen wir noch. Wir wollen dich nicht hier fesseln. Du bist schon ein bisschen länger hier und wir haben alle so ein bisschen Hunger so langsam. Deswegen, wir würden es so langsam ein bisschen ausklingen lassen. Hast du noch irgendwas, was du jetzt zum Schluss noch loswerden möchtest? Also im Generellen haben wir ja sehr viel gesagt, sehr viel gezeigt. Ich glaube, was wichtig zu begreifen ist, dass schon die GFX 50 S2, also ich habe jetzt die meisten mit der 100er fotografiert, aber die 50 S2 ist halt eine fantastische Kamera, die sich fotografiert, als ob der Sensor nicht so groß und nicht so behäbig wäre, wie er vor 20 Jahren eben war. Und die Kamera ist nicht für jeden gebaut und nicht jeder wird damit glücklich werden. Man muss da schon drüber nachdenken, aber es ist auf jeden Fall, also dieser Spruch hätte eigentlich wahrscheinlich sein sollen von Fuji, so noch nie war Mittelformat so einfach. Ne? Und das ist halt schon der Punkt, der eigentlich so das Ganze zusammenfasst. Ob das jetzt begründet ist, unbegründet, ob jemand einfach nur Geld ausgeben möchte oder ob es wirklich braucht zum Produzieren, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Da ist jeder frei. Aber es gab schwerere Zeiten für Mittelformatfotografie, sehr viel schwerere Zeiten. Das stimmt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ganz am Ende, danke, dass ihr dabei wart. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, ne, einfach in den Kommentarbereich posten, anrufen, Mails schreiben und natürlich hier nochmal auf YouTube gerne abonnieren, liken, kommentieren, etwas alles dabei haben. Und nicht nur bei uns, sondern auch bitte auch einmal rübergehen, noch einmal den Link in den Chat posten, liebe Regie, und auch bitte mal bei Kolob und Gerst reingucken. Ganz viele schöne Videos, informative Videos, dass man da auch mal ein bisschen was lernen kann. Wir verabschieden uns, wir gehen jetzt was essen und dann geht's ab nach Hause. Vielen Dank. Dankeschön.